Also, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zur offenen Fraktionssitzung. Wir haben also unsere Kreistagssitzung jetzt mal so ein bisschen anders gestaltet. Wir stellen Ihnen Anträge vor. Das wird dieses Mal ein richtiges Feuerwerk. Zunächst darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Stefan Lindner. Ich bin Fraktionsvorsitzender im Kreistag bei der Frankenberg von der AfD-Fraktion. Und ja, ich darf auch darauf hinweisen, dass wir Film- und Fernsehaufnahmen machen. Nee, nur Filmaufnahmen. Film und Ton. Und wer damit nicht einverstanden ist, von hinten gefilmt zu werden, der muss leider die Veranstaltung verlassen. Das ist halt der neuen Datenschutzgrundverordnung geschuldet. Wir werden ja bombardiert damit. Ja, ich darf zunächst den Hauptreferenten vorstellen, den Herrn Achim Böbel. Der wird uns also etwas über das Thema Windkraft sagen. Danach wird Hakula Dippel, energiepolitischer Sprecher mit R, nicht wie in der Zeitung ohne R angekündigt, der Kreistagsfraktion. Ja, und dann werden wir noch einzelne Anträge vorstellen. Zwischendurch lockern wir das Ganze mit Fragen auf. Und wenn Sie möchten, Herr Köbel, dann würde ich Ihnen jetzt das Mikroskop übergeben. Ja, moin. Ich bin kurz vorstellen, Achim Böbel. Bin seit Anfang dieses Jahres im Unruhestand. Zu meinem beruflichen Lehrgang, Abitur, Ausbildung zum Fernmeldetechniker, dann Berufsflugzeugführer, Fluglehrer, dann Studium Luft- und Raumfahrt, zum Beispiel bei NDG Thermo in Bremen gearbeitet. 12 Jahre im Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Die letzten 18 Jahre war ich selbstständig mit einer Theorieschule für Luftfahrer und also auch zugelassener Theorielehrer für die Fächer Aerodynamik, Meteorologie, Elektrotechnik, Navigation und was da sonst noch dazugehört, alle 8 Fächer. Ja, und zu dem Thema Energiewende bin ich gekommen vor 4 Jahren. Als es dann bei uns vor der Haustür in diesen unseligen Windkraftanlagen losging. Ich habe hier einen ganzen Stapel an Informationen mitgebracht. Sie können jederzeit zwischendurch fragen. Ist ja ein kleiner Kreis. Wir legen auch gleich los. Das heißt, das, was ich Ihnen heute hier alles vorstellen will, das ist erstmal die Energiebörse. Der Strom wird nämlich gehandelt. Da gibt es eine extra Börse. Dann das Erneuerbare Energiengesetz. Dann zeige ich Ihnen, warum diese Energiewende an den Gesetzen der Physik krachend scheitern wird. Zeige Ihnen dazu auch noch eine Menge Folien. Dann haben wir hier die Kosten der Energiewende. Das ist gigantisch. Das Ganze basiert hier auf der Linie CO2. Das wird Ihnen fundiert anhand von Fakten zeigen. Kommt dann auch noch was zu dem Klimawandel. Und was mir hier besonders am Herzen liegt, das sind die gesundheitlichen Gefahren, die also ganz einfach totgeschwiegen werden. Das sind die Punkte, die wir heute bekommen. Das heißt, der erste Punkt, die Energiebörse ist in Leipzig. In Leipzig gibt es also eine Energiebörse, also eine Tochter der Börse hier in Zürich. Ja, und diese Börse, die handelt also mit Strom. Da sitzen richtige Broker, die bestellen Strom und handeln mit dem Strom und machen da also auch ihr Schnäppchen. Das ist eine Erkenntnis, haben viele überhaupt nicht. Fakt ist ganz einfach, Strom ist tatsächlich an der extra Börse, wird da gehandelt und da gibt es eine ganze Menge Leute, die sich da eine goldene Nase verdienen. Ja, und dann kommen wir zu diesem sogenannten EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Ist ja jetzt letztes Jahr abgemildert worden. Man ist hergegangen und hat von Seiten der Politik bei Windkraft garantiert, dass man 20 Jahre lang den Strom auf jeden Fall abnimmt und hat auch für 20 Jahre den Strom garantiert, den Kilowattpreis. Und selbst dann, wenn so eine Anlage, also weil der Wind zu stark weht, so ab 11, 12 Meter pro Sekunde, dann müssen die stillgelegt werden. Oder aber, weil viel zu viel Strom im Netz ist, was ja immer häufiger vorkommt, die Anlagen müssen abgeschaltet werden, dann kriegen die trotzdem mehr Geld. Das heißt, sie kriegen auch Geld für nicht produzierten Strom.
So, kommen wir erstmal zurück. Meteorologie, eigentlich mal ein Steckenpferd. Man muss ein bisschen da einsteigen, damit man das sieht. Man redet ja alle Orten immer noch über das böse CO2. Also, wenn man das hier sieht, die Zusammensetzung der Atmosphäre. 21% Sauerstoff, 76% Stickstoffe und 1% Edelgase und Spurengase. Und davon alles Kohlendioxid, das CO2, einen Anteil von 0,056%. Das ist also der Anteil des CO2 an der Atmosphäre. So, und dann gibt es ja auch immer noch die Sache, wissen Sie wahrscheinlich, eigentlich weiß das der normale Mensch, außer einigen in bestimmten Parteien, die wissen es wohl nicht. Wenn kein Wind, dann kein Strom, weil diese Windmühlen müssen sich drehen und die müssen sich ordentlich drehen, damit sie überhaupt den Strom produzieren. Und dann gibt es ja immer die Sache, eine Aussage von diesen Herrschaften ist ja, irgendwo lebt immer Wind. Ich zeige Ihnen, dass das nicht der Fall ist. Wie kommt eigentlich der Wind zustande? Strömt immer von einem Gebiet mit hohem Druck zum Gebiet mit niedrigem Druck. Und die Windgeschwindigkeit ist abhängig vom Druckunterschied. Das heißt, das ist der zweite Satz der Thermodynamik. Stellen Sie sich vor, das hier ist ein Fass, das ist voll mit Wasser. Und das hier ist ein Fass, das ist leer. Und das ist aber hier unten verbunden und hier haben Sie einen Absperrhahn. Leuchtet jedem ein, dass Sie hier an diesem Absperrhahn einen riesen Druck anstehen haben. Wenn Sie jetzt hergehen und gleichen das aus, dann haben Sie überhaupt keinen Druck mehr, weil das beides hier identisch ist. Und genauso funktioniert das auch in der Atmosphäre, in dem Hoch- und Tiefdruckgebiet. Das heißt, ausgelöste Temperaturunterschiede, steigt der Wind auf, dann haben Sie die Luft auf, die Atmosphäre steigt auf. Feuchte Luft ist übrigens leichter wie trockene Luft. Deswegen steigt also die Luft hier, wenn sie Feuchtigkeit hat, der wärmt halt schnell auf und dann lässt der Druck am Boden nach. Und deswegen wird dann aber Luft von einem Hochdruckgebiet nachgezogen am Boden. Ja. Das heißt also, irgendwo wir immer Wind, stimmt deshalb nicht, weil hier haben sie eine Wetterkarte. Das ist eine sogenannte Bodenwetterkarte. Die Linien, die hier drin sind, das sind die Linien, die die Orte mit dem gleichen Luftdruck miteinander verbinden. Die isobaren Linien gleichen Drucks. Ich habe Ihnen ja gesagt, der Wind kommt durch Druckunterschied zustande. Wenn Sie jetzt aber mal hier gucken, unten ist Europa. Sie haben hier über ganz Europa keine isobare, das heißt keinen Druckunterschied. Und ich zeige Ihnen nachher noch andere Folien. Und das Resultat ist, dass wir hier in ganz Europa quasi null Wind haben. So viel von dieser Aussage, irgendwo geht immer Wind. So, und das ist jetzt hier der Beweis dafür, das ist von dieser Energiebörse. Da sehen Sie hier das dunkelblaue, das ist der Wind in Europa. Und das hellblaue, das ist der Wind hier in Deutschland. Und da sehen Sie, Sie haben hier so einen Zappelstrom. Das heißt, das ist der Strom, der jetzt mittels Windkraft europaweit produziert wurde. Und das hier, das ist der Wind, der Strom, der in Deutschland mit Windkraft erzeugt wird. Das sind die Länder, die hier alle in diesem Diagramm erfasst sind. Und da sehen Sie, wir haben tatsächlich hier Zeiten, da haben wir europaweit kaum Wind und auch kaum Strom. Und dann haben wir auch Zeiten, da haben wir dann einfach zu viel davon, was dann auch verheerende Folgen hat. Hier sehen Sie so eine Grafik, die ist vom Januar 2017. Da haben wir einen beinahe Zusammenbruch des Stromnetzes durch die sogenannte Dunkelflaute. Ich muss Ihnen diese Folie kurz erklären. Das hier oben, das war im Januar 2017 die installierte Leistung. Da sehen Sie, wir hatten mit Windkraft eine installierte Leistung von 90.000 Megawatt. Heißt, installierte Leistung heißt, wären alle 30.000 Windkraftanlagen unter Volllast gelaufen, dann hätten wir hier die 90.000 Megawatt gehabt. Fakt ist aber, hier unten hatten wir überhaupt nichts. Das Geld, was hier rauskommt, das ist die Solarenergie. Die ist im Januar natürlich ganz niedrig aufgrund des flachen Einstrahlungswinkels von der Sonne. Da sehen Sie, hier hat man dann also fast überhaupt nichts gehabt. Wir haben Tage gehabt, 14 Jahre,
da haben wir durch erneuerbare Energien so gut wie überhaupt keine Energie. Und das ist das Problem mit erneuerbaren Energien. Ob das Wind ist oder Solar. Solar haben wir nachts nichts, das ist klar. Und wenn wir keinen Wind haben, dann haben wir auch keinen Strom. So einfach ist das, so banal. So, das heißt, das hier war vom 22.01.2018 bis 26.02.2018. Wir haben einen Strombedarf von 72,9 Gigawatt und Strom und Wind, und also Wind und Solar zusammen, hat 1 Gigawatt Strom produziert. 30.000 Windkraftanlagen, alle Solaranlagen zusammengenommen, haben 1 Gigawatt gebracht. Das heißt, es war 1,4% von dem Bedarf. Und dann macht man das, was man ja schon lange macht, seit Jahren. Man importiert also den Atomstrom aus Frankreich. Das heißt, man importiert den Atomstrom. Diese Folie hier, die zeigt den mit der die installierte Leistung. Diese Folie stammt übrigens da von dem Netzbetreiber. Und hier das dunkelbraune, das ist also der Verbrauch. Dann haben wir hier den erzeugten Strom durch Windkraft. Und das hier hinten, das ist der erzeugte Strom durch Solarenergie. Da sehen Sie, das hier, das sind die Spitzen. Und dann haben wir Wochenende. Und dann brauchen wir weniger. Und hier unten haben wir diesen sogenannten Zappelstrom. Da sehen Sie, diese Spitzen, die korrelieren relativ selten mit den Spitzen durch Wind. Weil der Wind richtet sich also nicht nach den Anforderungen von den Verbrauchern, sondern der Wind ist, wie er ist, durch die Druckunterschiede. Im Zusammenhang, man ist ja jetzt im Moment dran und sagt, also die Kernkraft wird abgeschaltet. In 4 Jahren, glaube ich. Ja. Jetzt will man aber auch noch gezielt einen Ausstieg aus der Kohle haben. Und jetzt gucken Sie sich mal an, wie hier die Stromproduktion, wie die sich zusammensetzt. Sie haben hier unten das Blaue hier. Das sehen Sie, das ist die Wasserkraft. Dann haben wir hier das Grüne, das ist Bio. Und dann fängt es an hier mit dem, das ist die Kernkraft. Das ist die Kernkraft. Das hier, das Braune, das ist die Braunkohle. Und das hier oben, das ist die Steinkohle. Und jetzt gehen Sie mal her. Das hier oben, das kleine Blaue, das ist der Wind. 30.000 Windkraftanlagen. 30.000 Windkraftanlagen, das hier oben. Und jetzt gehen Sie her und sagen, Sie wollen das alles abschalten. Auf den ersten Blick erkennbar, es funktioniert nicht. Es scheitert an den Gesetzen der Physik. Sie können durch diese Windkraft, da können Sie noch so viele Anlagen bauen. Hat man ja erkannt, ich gehe da nachher noch drauf ein. Meldung vorgestern, man will die Windkraft für 4-fachen. Sie können die für 10-fachen. Sie kriegen damit, solange Sie keine Speicherlinien haben, keine gesicherte Energieversorgung. Einfache Binsenweisheit. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, Kernkraft ist beschlossene Sache, Kohle, Braunkohle und Steinkohle gehen wir auch raus, dann zeigt Ihnen dieses Diagramm hier ganz anschaulich, dass Sie diesen Block hier durch das hier oben niemals ersetzen können. Aber auch nicht annähern. Das heißt, 30.000 Windkraftanlagen können die Energieversorgung nicht im Ansatz sicherstellen. Auch 100.000 Windkraftanlagen können die Energieversorgung nicht sicherstellen. Wir brauchen immer ein komplettes, zweites, redundantes System, um die Energie sicherzustellen. Im Moment funktioniert das noch, aber mit zunehmenden Problemen. Für die, die also mit Physik oder so nichts am Hut haben, wir haben ja 230 Volt Netz mit 50 Hertz Wechselstrom. Und diese 50 Hertz, die müssen exakt synchronisiert sein. Das heißt, wir haben da einen Spielraum von 49,8 Hertz bis 51, noch was. Und wenn die Phasenverschiebung zu groß ist, dann fliegt uns das ganze Netz um die Ohren. Wenn Sie jetzt hergehen und Gaskraftwerke haben und Kohlekraftwerke, dann geht das. Aber wenn Sie jetzt anfangen und müssen dann noch 30.000 Windkraftanlagen synchronisiert im Netz, dann funktioniert es nicht mehr. Derzeit hat die Netzagentur pro Tag über 1000 Eingriffe, wo es regulieren muss. Das waren früher mal ein Eingriff pro Monat. Und im Moment sind die also importiert, weil das so nicht mehr funktioniert. So, da haben wir aber noch ein Problem.
können Sie das hier sehen. Das ist also die Ausbauleistung. Die ging also steil bergauf, ist noch viel größer. Die endet hier bei mir 2015, die ist mittlerweile hier oben. Wenn Sie aber sehen, der produzierte Strom hier unten, der steigt nicht in dem gleichen Umfang. Das liegt ganz einfach daran, dass wir nicht genügend Wind haben. Deswegen können wir auch noch so viele Windkraftanlagen bauen. Wir werden damit nicht mehr Strom generieren können. Das funktioniert nicht. Hier ist jetzt nochmal die installierte Leistung. Da geht also steil bergauf. Und trotzdem ist das die produzierte Leistung minimal. Hier haben wir die produzierte Leistung versus die installierte Leistung. Das sehen Sie mal hier oben, das ist die installierte Leistung. Und das hier ist die produzierte Leistung. Und da ändert sich auch nicht viel. Sie können da also noch das Profil dazu tun, Sie kriegen das nicht hin. Eine Auswirkung hat es allerdings. Wenn wir da einen richtig mächtigen Wind haben, einen Sturm tief, was hier durchzieht, und die Dinger wirklich mal mit Nennleistung laufen, was ja nur ganz, ganz selten der Fall ist, dann haben wir einfach zu viel Strom. Diesen Strom, der wird ins Ausland verkackt. Und dann gehen die Franzosen, die Österreicher, die ganzen Nachbarländer hin und sagen, wir nehmen euch euren Strom ab, aber dann müsst ihr uns dafür bezahlen, dass wir den Strom abnehmen. Das heißt also, wenn wir zu viel Windstrom haben, dann zahlen wir dafür, dass die Franzosen uns diesen Strom abnehmen, den Franzosen jede Menge Geld. Und wenn wir zu wenig Wind haben, dann bezahlen wir aber im Gegenzug für den ihren Atomstrom einen Höllenpreis. So funktioniert das im Moment. Und da sehen Sie, man hat hier Tage, einzelne Tage, da hat man 1,4 Millionen, was über das EEG zugesteuert wird. Sie sehen, hier hat man so eine Spitze drin gehabt. Hatte den Folge gehabt, dass also hier der Börsenpreis, übrigens können Sie dieses ganze Folien hier im Internet mitverfolgen, der Börsenpreis also total im Keller gerauscht ist. Und dieser eine Tag hier, der hat 5,1 Millionen gekostet, über das EEG, finanzieren wir alle mit. Am 1. Mai 2018 haben wir 40 Millionen Euro dafür gezahlt, dass der Strom zu negativen Preisen ins Ausland verkauft wurde. An einem einzigen Tag 40 Millionen. Und jede Windkraftanlage, die dazu kommt, wird dieses Problem verschärfen. Und wir bezahlen das. Ja? Wir bezahlen das. Deswegen haben wir hier mittlerweile in Deutschland die höchsten Strompreise in ganz Europa, mit Abstand die höchsten Strompreise in ganz Europa. So, 2016 kostet die Energiewende nach Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft 31 Milliarden. Das ist die Zahl, 31 Milliarden haben die gekostet. Diese 31 Milliarden pro Jahr sind 596 Millionen Euro in der Woche, 85 Millionen Euro am Tag und 3,5 Millionen Euro pro Stunde. Und das hat sich noch erhöht. Und das bezahlen wir Verbraucher über das EEG. Eine Milliarde Euro wurde aufgewendet, um das Stromnetz vor dem Blackout zu bewahren. Das 50-Hertz-Netz muss synchronisiert werden, das habe ich gesagt. Und unsere Nachbarn, die machen da jetzt nicht mehr mit. Unsere Nachbarn gehen her und einen Phasenschieber einbauen und die sagen, Leute, wir tun unser Netz nicht gefährden. Wenn ihr zu viel Strom habt, wisst nicht wohin und unser Netz ist voll, dann kappen wir, machen wir einfach zu. Dann fliegt euch euer Netz zwar um die Ohren, aber wir lassen uns davon nicht in Mitleidenschaft beziehen. So, das ist also die Situation. 2015 subventionierten wir den EEG-Strom mit über 25 Milliarden an der Strombörse, war aber nur 1,5 Milliarden wert. 2016 24 Milliarden an den Strombörsen, aber nur 1,2 Milliarden. Und jede weitere Anlage, die tut dieses Problem verschärfen. Denn je mehr Strom wir haben, desto billiger wird an der Börse. Das Institut für Wettbewerbsökonomik an der Uni Düsseldorf kommt auf Gesamtkosten von 520 Milliarden bis 2025. Nach Berechnung des Instituts hat das Experiment Energiewende von 2000 bis 2015 bereits 150 Milliarden Euro gekostet. Bis 2025 kommen somit noch 370 Milliarden Euro dazu.
den hier Jense, der Herr Dritt, ihn. Dritten. 2004 hat er ja gesagt, die Energiewende kostet den Bürgern nicht mehr als eine Kugel Reis. Hier sehen Sie die Strompreise, den Anstieg von 1998 bis 2017 um 295%. Das ist die Kugel Eis. 2016 wurden 500, also rund eine halbe Million Haushalte den Strom abgestellt. Die konnten ihre Rechnung nicht bezahlen. 2017 waren nochmal 53.000 dazugekommen. Das ist alles in offiziellen Dingen nachzulesen. Ja. Das soll die Sache ein bisschen aufmachen. Wenn wir den Strom auch nicht mehr bezahlen können, die Positionsleuchten der Windräder erhellen, das tun wir noch. Der Irrsinn bei dieser ganzen Sache ist, die modernsten Gaskraftwerke in Deutschland wurden stillgelegt, weil sie, wenn der Wind weht, zu diesem subventionierten Windstrom nicht mehr mithalten können. Die Pumpspeicherkraftwerke sollen stillgelegt werden. Warum? Weil sie mit dem subventionierten Windstrom nicht mehr konkurrieren können. Die alten, abgeschriebenen, ineffizienten, die Umwelt am meisten belasteten Kohlekraftwerke werden als stille Reserve im Leerlauf parallel betrieben. Das ist dann, wenn sie am meisten Dreck produzieren. Und das haben sie sicherlich mitgekriegt. Wir haben 30.000 Windkraftanlagen und die CO2-Emissionen sind gestiegen. Ja? So viel zur Energiewende. Vor 8 Jahren mussten die Netzbetreiber 1 bis 2 Mal im Jahr eingreifen, um das Netz zu stabilisieren, den Blackout zu verhindern. Heute sind an manchen Tagen bis zu 1000 Eingriffe erforderlich. Das hat auch Auswirkungen. Artikel von der FAZ am 10.06.2017, Stromnetz kurz vor dem Zusammenbruch. Es haben noch wenige Tropfen gefehlt, es wäre zum Überlaufen gekommen, das heißt der Blackout. Und stellen Sie sich so einen Blackout nicht einfach vor, das ist ein Desaster. Um dieses Netz anschließend wieder hochzufahren, brauchen Sie Wochen. Sie brauchen Wochen, um dieses Netz nachher hochzufahren und zu synchronisieren. Und wenn Sie wochenlang keinen Strom haben, dann haben Sie kein Wasser mehr, da geht keine Tankstelle mehr. Das ist fatal. Da geht keine Kasse am Supermarkt mehr. Das ist ein Chaos, was da ausgeht. Ich zeige da nur die Geburtenwagen. Das war ein Artikel aus dem Waldbürger Tageblatt vom 8.6. Da habe ich mich sehr gewundert, das war der Leiter von diesem Strom, von der EWAG da, den Dings, der hat sich da an die Öffentlichkeit gewendet. Bundesnetzagentur hat das jetzt also verfügt, dass die Stromanbieter, das gilt für ganz Deutschland, innerhalb von 12 Minuten, um einen Blackout zu verhindern, dann so abschlachten, Stadtteile innerhalb von 12 Minuten abschalten müssen. Und zwar ohne Vorwarnung. Es ist egal, ob da ein Krankenhaus dabei ist, da Aufzüge stecken bleiben. Die müssen innerhalb von 12 Minuten, Anweisung der Bundesnetzagentur, im Notfall innerhalb von 12 Minuten auf Anweisung, Ortschaften, Stadtteile einfach abschalten. Punkt. Auswirkungen von der Windkraft. Und hier sind Kommentare, die sind aus dem Handelsblatt. Also der Herr Gabriel, bei der Energiewende herrschten irre Zustände, klagte der SPD-Vorsitzende, damals war er ja noch Anfang November auf dem Arbeitgeberdach. Dass wir hier Kraftwerke stilllegen und Strom aus Österreich kaufen, ist eine Karnevalsveranstaltung. Die Österreicher kommen vor Lachen nicht in den Schlaf, hat Gabriel gesagt beim Arbeitgeberverband. Dass die Energiewende am Ende ist, sieht man der Siemens und der Schweizer Konkurrenz ABB nach 3-stelligen Millionen Verlusten aussteigen wollen. Denn das Umkehren ist, wir haben südlich von Hannover, keinen sogenannten Windpark, eigentlich hasse ich das Wort, weil das mit Park nichts zu tun hat, das ist eine Industrieanlage. Wir haben aber keine Industrieanlage südlich von Hannover, die tatsächlich schwarze Zahlen schreibt. Die sind alle hoch und defizitär. Es gibt da diesen Report vom Bundesverband der Windenergieanlagenbetreiber von Herrn Dahldorf. Das ist der, der die verwaltet, der sogenannte Dahldorf-Report. Und die tun also hunderte von Windparks verwalten. Und Dahldorf hat in der Studie die Klagdaten angelegt, südlich von Hannover.
es nicht eine Industrieanlage im Park in den schwarzen Zahlen. Das ging die ersten 3 Jahre gut, weil der Hersteller da die Wartungskosten und Reparaturkosten von den Dingern übernimmt. Und nachher fliegen denen die Dinger um die Ohren. Da ist ja oben im Betrieb drin, da sind allein 2400 Liter Öl drin. Dieses Getriebe hält nach dem Dahlendorf-Report, wenn es hochkommt, 11 Jahre. Die Rotorblätter müssen nach 12 Jahren ausgewechselt werden. Diese Lagerung von diesen Rotorblättern, so ein Rotorblatt wiegt je nach Anlage zwischen 23 und 48 Tonnen. Wenn jetzt kein Wind steht und die Dinger hängen vorne dran, dann geht das Lager kaputt. Deswegen, wenn Sie bei Windstille sehen, dass sie sich manchmal drehen, dann ziehen die Strom raus und drehen, damit die wieder Schmiermittel darin kriegen, weil das Lager sonst noch viel früher kaputt gehen würde. Ja. Herr Göbel, eine Ergänzung noch zu Ihren interessanten Sachen. Und bei den Offshore-Windkraftanlagen, die da so hoch gepriesen werden, ist das noch gravierender. Ich habe jetzt neulich erst mitgelesen, dass dieser Alpha Ventus, dass da ein Drittel der Anlagen inzwischen am Verrosten sind und der ist erst 3-4 Jahre in Betrieb. Das heißt, noch 5 Jahre weiter können sie wieder abbauen, bevor der überhaupt Strom geliefert hat. Also ein Windpark, der ist da versüllt. Der ist da hingestellt worden mit 8 Anlagen. Dem fehlt seit eh und je die Anbindung ans Netz. Das heißt, bis die Anbindung da ist, bis das Ding verkabelt. Weil wir müssen damit anfangen. Da schicken die jetzt Schiffe mit Dieselkraftstoff hin. Und der Dieselkraftstoff, der treibt dann die Rückenlachanlage. Also alles hier. Ja. Und Michael hatte mal gesagt, ja, zu meinem ganz speziellen Freund. Ja, für Regen sich freuen. Ja, in Hessen. Unser Mohammed. Er heißt mit dem zweiten Vornamen wirklich Mohammed Tariq Mohammed Al-Wazir. Al-Wazir heißt übrigens übersetzt der Minister. Studium der Politikwissenschaften. Und er hat das in seiner Biografie ja selber so angegeben. Er lebte einige Jahre bei seinem Vater in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a. Und die Zeit in Jemen beschreibt er heute als sehr prägend für sich. Können Sie bei seiner Biografie ansehen. Und ich war bei einer Anhörung im Hessischen Landtag. Und da stand halt Al-Wazir auf. Das kommt nachher nochmal, da zeige ich Ihnen schwarz auf weiß, das ist wirklich so. Da hat Herr Al-Wazir gesagt, diesen Luxus, 7 Tage die Woche, 365 im Jahr, 24 Stunden am Tag Strom zu haben, davon müssten wir uns verabschieden. Das wäre ein Luxus, den hätte 90% der Menschheit nicht. Und wir müssten uns auch davon verabschieden, in Zukunft rund um die Uhr immer Strom zu haben. Aber das wäre ja auch kein Problem. Da könnt ihr die Tiefkühltruhe auf minus 30 Grad runterfahren. Wenn nochmal 2 Tage kein Strom da wäre, wäre das immer in Ordnung. Im Hessischen Landtag. Und keine der anderen Fraktionen hat auch noch Backen zu sagen. Also sehen Sie das. Das ist Tatsache im Hessischen Landtag, diese Aussage. Wir müssen alles so wieder in die Stadt setzen. Ja, ich kann Ihnen bis dato nennen und dann können Sie das in den Protokollen zusammensetzen. Datenschutzverordnung. Prüfbericht des Bundesrechnungshofs müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Weder hausintern noch ressortübergreifend oder mit den Ländern finden koordinierte Absprachen statt. Elementare Fragen wie, was kostet die Energiewende den Staat? Oder was sollte die Energiewende den Staat kosten, werden nicht gestellt und bleiben unbeantwortet. Bundesrechnungshof. So, mit ein bisschen Physik zur Abwechslung. Die Technik hier mit der Windräder, die kommt ja aus dem letzten Jahrhundert. Ne? Da haben wir das Getreidewind gemalt. Und Fakt ist, 40% von der Ausbeute von dem Wind, der hier durch den Rotorkreis durchgeht, bringen Sie an Strom, 60% geht hier in Lärm und Infraschall, also ist ja auch Lärm und nicht hörbarer Lärm, 100. Ganz wichtig, ganz wichtig, in jeder Diskussion, da haben wir über die Windgeschwindigkeit gesprochen. Die Windgeschwindigkeit ist bei den Dingern des A und O, die geht nämlich in der dritten Potenzmache. Das heißt, hier 10% weniger Wind, dann haben Sie 30% weniger Ertrag und also hier, das heißt 10% weniger Wind, 30% weniger Ertrag. Das
Das heißt, deswegen ist die Windgeschwindigkeit das A und O. Und ich zeige Ihnen auch, warum. Jetzt geht man ja mittlerweile her und baut die Türme immer höher. Das heißt, 1998 waren wir hier in dieser Höhe. Jetzt mittlerweile sind wir hier bei dieser Größenordnung. Weil man erzählt uns ja, je höher wir kommen, je mehr Wind haben wir. Das hier ist aus dem Meteorologieunterricht, Technik und Physik. Und Sie sehen hier die Zunahme der Windgeschwindigkeit in der Höhe. Hier ist also die Höhe abgetragen und hier ist die Windgeschwindigkeit. Das heißt, zwischen 50 Meter über Grund und 100 Meter über Grund haben Sie eine Zunahme von 0,5 Meter pro Sekunde. Zwischen 100 Meter und 150 Meter haben Sie aber nur noch eine Zunahme von knapp 0,2 Meter pro Sekunde. Das heißt, in der Meteorologie ist es bekannt, Sie haben dann zwar oben in der Atmosphäre, in der Stratosphäre, die Jetstreams, da bläst es richtig, aber da müssen Sie dann immer wieder Meter hochgehen. Ne? Das heißt also, alleine die Aussage, je höher die Anlagen sind, umso mehr Strom wird generiert, weil eine höhere Windgeschwindigkeit ist, ist eine glatte Lüge. Hier wird sehr viel gelogen bei dieser ganzen Sache. Sie sehen, das ist eine exponentielle Funktion, logarithmisch. Das heißt nicht, wenn Sie da höher gehen, dass Sie da Wahnsinnszuwachs haben. Und die Anlagen werden ja immer teurer, immer sensibler. Und das rechtfertigt hier also die Zunahme von Wind überhaupt nicht. Das ist der eine Punkt. Immer höhere Anlagen, auch irre. Und jetzt gucken wir uns mal die Leistungskurven an von so typischen Windkraftanlagen. Also, hier ist die produzierte Strom und hier unten haben wir die Windgeschwindigkeit. Und dann sehen Sie, Ihr Maximum erreichen die Anlagen, je nach Anlagentyp, bei einer Windgeschwindigkeit von 12 Meter pro Sekunde. Da laufen die in die Nennleistung rein. Windgeschwindigkeit 12 Meter pro Sekunde erreichen die ihre Nennleistung. Im Mittel, oder in der meisten Zeit, liegen wir aber hier bei uns bei 6 Meter pro Sekunde. Und dann kriegen wir vielleicht 750 Kilowatt mehr. Eine Frage. 12 Meter pro Sekunde, also wovor kann ich mir so ein bisschen vorstellen? Ich habe gleich die Gegenüberstellung mit wovor. Wunderbar, danke. Das heißt, das ist auch der Grund, und das ist von der Bundesregierung, vom Ministerium herausgegeben, die Anlagen laufen in 45% der Zeit mit 0 bis 10% der Nennleistung. Das heißt, von 8650 Jahresstunden läuft da über die Hälfte, laufen die hier nur mit 0 bis 10%. 39% laufen sie mit 11 bis 30% der Nennleistung, in 4,8% mit 51 bis 70% und größer 70% in 0,4%. So, jetzt müssen Sie sich denn erst mal überlegen. Da baut man also Anlagen, die bei 12 Meter pro Sekunde ihre Nennleistung erreichen, wohl wissend, dass wir hier bei uns in unseren Breiten maximal auf 6 kommen. Und hier ist das heißt, das heißt, hier haben wir die Beaufort-Skala. Das heißt, hier ein Beaufort sind 0,3 bis 1,5 Meter pro Sekunde, zwei Beaufort sind 1,6 bis 3,3 Meter pro Sekunde, drei Beaufort hier 3,4 bis 5,4 Meter pro Sekunde. Und da, wo wir eigentlich hier liegen, da 5,5 bis 7 mal 9 Meter pro Sekunde, das sind, entspricht hier 4 pro Vorrat. Und das hier ist eine Verteilung der Messstation vom Harz. Das heißt, hier sehen Sie die Tage. Das heißt also, mit 0 pro Vorrat, 0 Wind, war das 2014 an 88 Tagen. Mit einem pro Vorrat, das heißt hier mit 0,3 bis 0,5 Meter pro Sekunde. Ich darf Ihnen noch mal kurz das Diagramm zeigen. Hier, das heißt also hier unten, da. Das heißt, ab 2 Meter pro Sekunde fängt das Ding überhaupt an, sich zu drehen. Vorher ist ja nichts. Und wenn wir uns jetzt hier das nochmal dann da angucken, 2 Meter pro Sekunde, ja, 2 Meter pro Sekunde hätten wir also jetzt hier erreicht, das wäre dann hier diese Säule, an 96 Tagen fing die gerade an, sich zu drehen. Und mit Nennleistung hier 10,8 hatten wir gerade 3,2 Tage. 3,2 Tage wurde in den Nennleistung gegeben. Die Projektierer von diesen Windkraftanlagen, ich vergleiche die immer mit Autoverkäufern.
Das machen die das gleiche Spiel. Stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt zum Autohändler um die Ecke und sagen, pass mal auf, brauche einen Kleinwagen, ich habe jeden Tag morgens 5 Kilometer zur Arbeit und abends 5 Kilometer zur Arbeit. Was kannst du mir hier für ein Auto empfehlen? Dann geht er mit Ihnen in den Verkaufsraum und sagt, hier Porsche Cayenne, 8 Zylinder, 6 Liter Hubraum, das ist das, was du brauchst. Genau so läuft das. So, jetzt träumt ja manch einer, kann die Partei ja euch ansprechen bei den Grünen, von der 100% Versorgung mit Wind. Das hier stammt von dem Fraunhofer Institut in Freiburg. Hochinteressant. Also einmal, derzeit haben wir 30.000 Windkraftanlagen. Pressemeldung Handelsblatt und FAZ am 6.06.2018. Die Anzahl der Windkraftanlagen soll vervierfacht werden. Dabei wird also die naturwissenschaftliche Erkenntnis, kein Wind, kein Strom, irgendwie komplett ausgeblendet. Man sieht ja, die Dinger laufen ja so und so kaum. Wenn ich keinen Wind habe, habe ich keinen Strom, da kann ich noch so viel Windkraftanlagen hinlegen. Aber der Irrsinn ist ja, wenn ich das Ganze jetzt hier bei dem angucke, Wind onshore, wollte ich also 2 Gigawatt erzeugen. Das wären 80.000 Windräder und das ist jetzt basierend auf der Stromerzeugung ausgerechnet. Dann haben sie alle 2.100 Meter über ganz Deutschland verteilt an Windradstätten. Wenn man das über die Fläche jetzt ausrechnet, das ist die Fläche der Bundesrepublik Deutschland, 9% besiedelt, 2% Wasserflächen. Dann verbleiben hier also 357.000 Quadratkilometer, also minus die 11%. Das heißt, wenn ich das jetzt durch 120.000 Windkraftanlagen teile, dann hätte ich alle 2,6 Quadratkilometer eine Windkraftanlage stellen. Über ganz Deutschland verteilt. Bei den Berechnungen laufen dann die maximalen Leistungen ein oder hat man da um diese 2/3 schon gekürzt? Nein, da ist der hergegangen und hat sogar die Nennleistung gekürzt. Hat man die Nennleistung unterstützt, die also unterstellt, die also so liegen. So, dann haben wir hier Photovoltaik. Da ist geplant 252 Gigawatt. Dazu brauchen sie 1800 Quadratkilometer Solarfläche. Zum Vergleich, das Saarland hat 2750 Quadratkilometer. Und dann die Biomasse, 50 Terawattstunden. Dazu brauchen sie 10.000 Quadratkilometer Maisfeld. Im Vergleich, Hessen hat also 21.000 Quadratkilometer. Wenn man Hessen platt machen, Maisfeld draus, dann haben wir den Rest der Republik hier mit Biomasse-Ressort. Das ist ja nun in aller Runde. Ich habe hier zufällig BMW gewählt. Die Elektromobilität. Gucken wir uns mal dieses Auto näher an. i3 kostet 37.000 Euro bis 39.000 Euro. Akkukapazität 32 Kilowattstunden. Gewicht vom Akku 240 Kilo. Das sind Angaben von BMW. Lebensdauer vom Akku 8 Jahre und dann ist es Sondermüll. Denn, was auch keiner sagt, in diesen Akkus drin sind seltene Erden verbaut, die unter menschenunwürdigen Umständen in China und in Südamerika abgebaut werden. Und dann in Flugzeuge gepackt werden, um hierher transportiert zu werden. Und manchmal kriege ich in so einer Diskussionsform dann die Frage gestellt von Anhängern dieser Energie, haben Sie eine Alternative? Meine Antwort ist dann immer, eine Alternative wozu? Ihre Frage unterstellt, dass Windkraft und Solarkraft eine Alternative wäre. Sie sehen aber, dass Wind und Solar keine Alternative ist. Wozu soll ich Ihnen also bitte schön eine Alternative nennen? Ich kann Ihnen aus meiner beruflichen Laufbahn eine Alternative nennen. Also 747, die verbraucht in der Stunde 13.500 Liter Kerosin. Eine Stunde, 13.500 Liter Kerosin. Ein Flug über Nordatlantik, mittel 10 Stunden. Und täglich haben sie über den Nordatlantik über 1100 Flüge.
Jetzt rechnen Sie sich mal aus, was da an Sprit rausgepustet wird und an Energie rausgepustet. Ich komme aus dem Metier. Ich habe mir immer meine Gedanken darüber gemacht. Ich fand das nicht gut, weil die Rechnung hat einen Load-Faktor von 60%. Also wenn die Maschine zu 60% ausgelastet ist, dann ist das für die kostendeckend. Da funktioniert das Ganze. Und dann gucken Sie mal, wie wir weltweit am Rand die Jeans von A nach B über C nach D transportieren, diese seltenen Erden auch. Und wenn einer hergeht und sagt, was haben Sie denn für Alternativen, dann ist meine Antwort, wir sollten erstmal darüber anfangen nachzudenken, wo wir sparen können. Wir sollten erstmal darüber nachdenken, ob wir wirklich in die Metro gehen und Fisch von der anderen Seite des Planeten kaufen müssen. Ja? Also wir sollten da mal anfangen nachzudenken. Das heißt, zurück zu dem Auto. Der Akku kostet also 17.000 Euro, der Ladevorgang dauert 6 Stunden und der Verbrauch beträgt 12,5 Kilowattstunden bei konstant 50. Das heißt, wir haben eine Reichweite von 2,5 Stunden oder 125 Kilometer. Aber jetzt kommt's. Wenn Sie keinen Fernsprit finden, dann müssen Sie die Heizung einschalten und dann vielleicht auch noch das Licht, weil Sie es dann nicht sehen, dann liegen Sie hier bei einer Reichweite von 75 Kilometer. So. Hinzu kommt, wenn Sie gucken, wie viel Energie wir für die Stromerzeugung aufwenden. Das sind derzeit von dem Gesamtenergieverbrauch mit Haushalten, mit Verkehr und sonst was, ist dieser Teil der kleinste Teil. Wenn Sie das, den Verkehr, Autoverkehr, auch noch ans Stromnetz bringen wollen und gleichzeitig aus Kernenergie, Kohle und Braunkohle aussteigen wollen, das sagt Ihnen ein Drittklässler, das kann nicht funktionieren. Ja. So, zum anderen Thema, zu dem CO2. Auch da wird gelogen, das stimmt eigentlich. Ich habe Ihnen erzählt, ich habe eine Zulassung und bin Dozent auch für Meteorologie. Also, wo kommt das CO2 her? Fakt ist, 98% von dem CO2 ist in den Ozeanen gebunden. 98% von CO2 ist in den Weltmeeren gebunden. Im Mineralwasser steht immer drauf, mit Kohlensäure versetzt. Also Kohlensäure, das ist der falsche Ausdruck, das ist mit CO2 mit Kohlendioxid versetzt. Das, was da sprudelt, ist Kohlendioxid. Jetzt kennen Sie das ja, wenn Sie irgendeine Wasserflasche haben und die wird heiß, dann kann das sein, dass Ihnen das um die Ohren fliegt, weil der Gas das aus. Und genauso ist es mit den Weltmeeren. Wenn die Weltmeere wärmer, dann wird auch mehr CO2 ausgast. Ganz einfacher Zusammenhang. So. Das CO2 und das alleine kann man ja in Mexiko nachlesen, hat ein spezifisches Gewicht bei 15 Grad Celsius und 760 mm Quecksilbersäure, das heißt ein Luftdruck von 1302 Hektopascal, von 1,84 Kilogramm pro Kubikmeter. Das Gewicht vom CO2. Die Gesamtatmosphäre hatten wir in den gleichen Bedingungen ein Gewicht von 1,2 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt, das CO2 ist in diesem Teil drin der schwerste Teil. Und das ist auch der Grund, warum das CO2 außer bei Hebungsvorgängen oder Aufgleitvorgängen, konvektiven Vorgängen in der Atmosphäre nicht aufsteigt, sondern das CO2 sinkt auf den Boden. Ja, das ist das eine. Das heißt also, CO2, das Treibhausgas, ist pure Erfindung. Das wird nämlich immer so dargestellt, als steigt das CO2 nach oben, wird sich da sammeln und würde dann die Sonnenstrahlung hinein, aber nicht mehr herauslassen. Also, auch etwas, was ich Ihnen als Meteorologielehrer mitnehmen kann, die Erwärmung der Atmosphäre geht vom Erdboden aus. Die direkte Sonnenstrahlung schafft das nicht, sondern sie geht vom Boden aus. Ja. Und das CO2 versickert fast vollständig im Erdboden, wird durch Mikroorganismen mineralisiert und von Pflanzen verarbeitet. Das heißt, das CO2 wird aufgespalten in die Kohlenstoffe und in den Sauerstoff, O2. Den brauchen wir zum Schnaufen. Ja? Das heißt, die Kohlenstoffe brauchen wir, damit wir essen und trinken können. Ja. Hier ist das ganz toll dargestellt. CO2-Kreislauf. Allgemein Mikrobiologie, wenn es interessiert. Da ist es ganz toll dargestellt mit Bildern. Und
das, was wir da erzählt bekommen mit dem CO2, das ist kalter Kaffee. Die Natur, die Pflanzen brauchen CO2. Wenn jemand von Ihnen in der Gärtnerei irgendwie Beziehungen hat, früher ist man hergegangen, um das Wachstum in den Gewächshäusern anzuregen, hat man das mit CO2 gefüllt. Das war eine gängige Praxis, damit das Pflanzenwachstum angeregt wurde. So. Das war die Zusammensetzung, die sagten wir schon mal. Hier geht man jetzt auf den Prozentsatz ein, oder ich gehe auf den Prozentsatz ein. Der Prozentsatz des CO2 in der Erdatmosphäre, haben wir vorhin schon mal gehabt, beträgt also ganz 0,052%. Das ist der Anteil von CO2 in der gesamten Atmosphäre. So, und jetzt gucken Sie sich mal an, hier der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, und hier sehen Sie Millionen von Jahren, und hier sehen Sie jetzt also das Inhalt. Und da sehen Sie, dass der CO2-Gehalt hier in der Atmosphäre schon mal viel, viel, viel höher war. Und übrigens, wir Menschen, wir atmen ja auch CO2 aus. Jedes Mal, wenn wir ausatmen, tun wir ja auch CO2 ausatmen. Und bei jedem Verbrennungsvorgang. 4%. Sehr gut. Ja, und hier sehen wir die CO2-Emissionen weltweit. Das kleine Rote hier, das sind wir. Das kleine Rote hier, das sind wir. Das ist die gesamte Welt, das ist China. China hat jetzt angekündigt, 2.500 neue Kohlekraftwerke zu bauen. Das heißt, Deutschland ist mit 2,3% des weltweit emittierten CO2 verantwortlich, wenn man so will. Und von diesen 2,3% entfallen aber nur 15% auf die Stromproduktion. Das heißt, das sind 0,34% der weltweiten CO2-Emissionen, 0,34%, und die wollen wir um 2% reduzieren. Das sind dann 0,068%, damit retten wir es mit Klima. Ja. Damit retten wir es mit Klima. Wir retten Schädigung. So, das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe mit den Pflanzen, ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein geläufiger Begriff, Photosynthese. Die Umwandlung von dem CO2 in Kohlenstoff und in Sauerstoff. Jetzt geht man ja her bei uns vor der Haustür, will man also für 11 Windkraftanlagen 90.000 Quadratmeter Wandbaum machen. Das hindere ich wirkungsvoll seit 4 Jahren. Jetzt geht es zum Showdown, vermutlich Gerichtsverhandlung. Aber man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Man will das CO2 reduzieren und dann will man aber 90.000 Quadratmeter Wand umbauen. Ja, also das, was das CO2 bindet und umwandelt, das will man wegmachen. Und meine Begründung ist, also es wird immer sehr genug, was zu erzählen, sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Baden-Württemberg. Von den Grünen zwei Damen, die haben sich hier hingestellt und haben wortwörtlich gesagt, sie wollen also Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2050 CO2 frei machen. Das sehen Sie, wie dumm ist das. Die haben nur eine Ahnung. Ja, da sind nämlich die Menschen auch weg, wenn das CO2 frei wird. Aber die EU ist ja noch besser. Die EU will den Planeten dekarbonisieren. Das ist das Allerschönste. Interessant, jetzt hergießen. Patrick Moore, der Mitbegründer von Greenpeace, der hat sich ja von Greenpeace getrennt, der singelt jetzt durch die Welt und hält Vorträge. Überschrift: die CO2-Lüge. Das, was ich Ihnen erzähle, erzählt aber auch Patrick Moore. Und er sagt, CO2 ist eine Lebensgrundlage. Und das ist es auch in dem ganzen Kreislauf. So, wir kommen kurz zu dem Klima. Alle Welt redet ja immer von dem Klima. Und hier zeige ich Ihnen jetzt gleich die nächste Lüge. Was ist eigentlich Klima? Klima ist das Wetter, beobachtet über einen Zeitraum von 30 Jahren. Das bezeichnet man als Klima, salopp ausgedrückt. Das heißt, in einigen Ländern wird viermal täglich, bei uns dreimal täglich Wetterdaten erhoben und aufgezeichnet. Und wenn man das über einen Zeitraum von 30 Jahren macht, dann vergleicht man also vom Klima. Fakt ist, das Klima pendelt. Es gab in der Geschichte unseres Planeten immer Kaltzeiten und Warmzeiten. Das heißt, wir hatten schon immer Klimaänderungen gehabt.
Und ganz interessant, man hat auf zwei Planeten in unserem Sonnensystem, auf dem Mars und 15 auch, festgestellt bei der DLR, dass die auch eine Erwärmung haben, und zwar um 2 Grad. So. Gleichzeitig hat man festgestellt, dass die Sonnenaktivitäten in den letzten paar Jahren besonders krass sind, besonders aktiv sind. Und was man mittels der Raumstation und sowas jetzt auch hat, unsere Erde, die Erdachse ist ja geneigt um 23,5 Grad und die Erde dreht sich um sich selbst und gleichzeitig unsere Ellipsenbahn um die Sonne beschleunigt. Unsere Erdachse hat in den letzten Jahren besonders viel geschlackert und dadurch hat sich die Ellipsenbahn auch verschoben. Also Perigeum und Apogeum, die haben sich verschoben. Das heißt letztendlich, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der weiß, warum wir tatsächlich diese Klimaänderung haben. Ich bestreite, dass es jetzt von uns Menschen gemacht ist, denn wenn man in der Geschichte zurückblickt, 1200 nach Christus hat man auf Grönland Wein angebaut. Grönland kommt ja von Grünland. Ich zeige Ihnen auch gleich dazu die Folien. Da hat man eine Tagestemperatur von 30 Grad gehabt. Da hat man auf Grönland Wein angebaut. Ja, 100 Jahre später war der Spuk vorbei, da kam dann die nächste Eiszeit. Und es ist auch überliefert, dass Hannibal im Zuge der Punischen Kriege, also mit einer riesen Meute von Elefanten und Reitern über die Alpen gezogen ist. Ja, das war 218 vor Christus und da waren die Alpen komplett schnee- und eisfrei. Es hat also schon immer Zeiten gegeben, da war es wärmer und war es kälter. Und in dem Zusammenhang kriegen wir immer erzählt, der Meeresspiegel steigt um 2 Meter an. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Nehmen Sie mal zu Hause Glas Wasser, machen Sie Eiswürfel rein und dann füllen Sie das bis Oberkante und dann stellen Sie das auf den Löschplatte. Ich garantiere Ihnen, dass Eis schmilzt, ohne dass das Glas überläuft. Warum? Das Eis braucht mehr Volumen wie das Wasser, weil Sauerstoff mit eingeschlossen ist. Deswegen schwimmen die Eiswürfel auch oben. Und dieses zusätzliche Volumen, das geht nämlich genau damit auf. Das heißt, diese Eiswürfel werden schmelzen und das Glas Wasser wird nicht überlaufen. Probieren Sie es zu Hause aus. Ich reg mich immer fürchterlich auf, wenn dann irgendwie so ein Nachtgespenst kommt und sagt, der Meeresspiegel steigt um 2 Meter. Weil die Polkappen abschmelzen. Das ist definitiv nicht richtig. Sie können das zu Hause mit Glas Wasser nachvollziehen. Ja, die rechnen mit Grönland. Grönland ist auch nicht auf dem Festland, man läuft auch vom Festland ab. Und das erhöht natürlich den Lärm. Der Nordpol ist, korrigiert mich, der Nordpol ist etwas, was direkt am Wasser liegt. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Und der Südpol ist das, was auf Land liegt. Und erstaunlicherweise wird der Nordpol weniger und der Südpol nimmt zu. Und das wäre der Beweis dafür, dass der Meeresspiegel eigentlich sinken müsste. Erstens das, und zweitens ist es ein Weiß, dass wir, was die Erdachse angeht, dass wir eine zusätzliche Verschiebung und eine Achsenverschiebung geben. Und das könnte natürlich auch diese Erwärmung erklären. So, jetzt passen Sie mal genau auf. Wir kriegen ja immer hier solche Folien gezeigt. Temperaturabweichung. Das ist von 1961 bis 1990. Das kriegen wir immer gezeigt. Hier, diese Hockeystick. Guckt mal an, wie hier die Temperatur ansteigt. Ist ja verrückt, ist ja Wahnsinn. Der Planet ist in Gefahr. Das ist seit 900. Das heißt, wir zeigen, kriegen wir das letzte Stück hier vorne den Teil, den kriegen wir nicht mit. Wenn man nämlich hier vorne den Teil zurückgeht, wenn man in der Geschichte weiter zurückgeht, hier bis um 1000 Jahre zurückgeht, dann sieht man, dass wir hier also schon immer Warm- und Kaltzeiten hatten, aber wir kriegen nur hier hinten den Hockeyschläger gezeigt. Und damit kriegt man gesagt, die Welt geht unter. Ja? Also, diese Sache, das ist genauso clever ausgedachte Lüge, wie alles andere auch. Und hier sieht man die Gegenüberstellung von den ganzen Sachen. Das Stück hier hinten, ja, aufgelöst, das kriegen wir gezeigt. Das heißt, lassen Sie sich also nicht ins Boxhorn jagen von dem, wir haben eine dramatische Erwärmung. Ja? Ja. In Bezug auf die Temperatur, hat man gehört, wir leben gerade in der Zeit, wo es eigentlich optimal ist zu leben. Mit 15,5 Grad, was alle sagen, das ist die optimale Temperatur, um zu existieren. Richtig, das stimmt.
Die internationale Standardatmosphäre, die gibt ja auch auf, sind 15 Grad im Meeresspiegel und Druck von draußen, 13 Rechtemaskern und so weiter. Haben wir gerade mal erreicht. Ja, das ist richtig. Ne? Also Fakt ist, im Laufe der Erdgeschichte hat es schon immer Warm- und Kaltzeiten gegeben, das Klima unterlag schon immer Veränderungen, es pendelt. Und ich bestreite, dass dieser Klimawandel tatsächlich durch uns Menschen verursacht ist. Und ich bestreite auch, dass das durch das CO2 kommt. Konnte bis jetzt keiner schlüssig beweisen. Auch der IPCC. Genau, kann es nicht beweisen. Genau. Wir kommen zum nächsten großen Komplex und der berühmt mich selbst. Ich bin ja Vorsitzender von dem Regionalverband Taunus. Wir kämpfen seit 4 Jahren, wir haben Verfassungsbeschwerde geführt. Wir haben letztes Jahr die Frau Merkel verklagt, also die Bundesregierung, wegen Untätigkeit. Und wir haben auch letztes Jahr eine Normkontrollklage eingereicht. Denn mittlerweile gibt es einen Verband der Schallopfer. Die treffen sich da in Kassel. Und wir haben da eine Liste, die Jutta Reichert von Lindwald, eine Liste, so mehrere tausend Menschen, die sind durch die Auswirkungen von diesem Schall ernsthaft erkrankt. Und es ist heute kein Geheimnis mehr. Und ich zeige Ihnen, was wir heute eigentlich alles weiß. So, also von dem Schall, Werner spricht ja von der Frequenz, die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, Ultraschall, Hörschall, Körperschall, Infraschall. Wir gucken dann mal, was Infraschall ist. Und dann erkläre ich Ihnen auch, wieso kann etwas, was man nicht hören kann, krank machen. Wie wirkt der Infraschall auf den menschlichen Organismus und welche wissenschaftlichen Nachweise gibt es zu diesem Thema? Auch da wird die deutsche Sprache missbraucht, um etwas zu suggerieren, was falsch ist. Im Sprachgebrauch der Grünen und Windkraftbefürworter spricht man immer von der Wahrnehmungsschwelle in Bezug mit Infraschall. Das heißt, wir Menschen, je nachdem, nach Alter, 120 Hertz, 15 Hertz oder so, hören wir nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass unser Körper nicht reagiert. Wir hören es bloß nicht mehr. Das heißt, die Wahrnehmung ist, wir nehmen es nicht wahr, aber unser Körper reagiert trotzdem. Bei dieser Anhörung im Hessischen Landtag war die Frau Dornda von Marburg, die sagte ja auch, das liegt ja unter der Wahrnehmungsschwelle. Da ist er, sehr geehrte Frau Dorn, haben Sie schon mal was von Kohlenmonoxid oder Radioaktivität gehört? Da haben wir überhaupt keine Wahrnehmungsschwelle, das bringt Sie auch mit Sicherheit um. Herr Mann hat mit mir zusammen studiert. Und das ist der Unterschied zwischen der Wahrnehmungsschwelle und der Reaktionsschwelle. Es gibt Dinge, die nehmen wir nicht wahr, aber sie sind trotzdem für uns tödlich. Und die Politik argumentiert immer nur mit der Wahrnehmungsschwelle. Und nach dem Motto, was wir nicht hören, sehen, schmecken, riechen, das kann uns auch nicht gefährlich werden. Also ein ziemlich einfaches Mittel. Kann man CO2 riechen und sehen? Nein. Wäre ja das gleiche Argument, oder? Ja. Infraschall, also Frequenz 116 Hertz, können wir nicht hören. Diese Frequenzen liegen unter der Wahrnehmungsschwelle. Der Körper reagiert aber sehr wohl auf Frequenzen, sogar unter 10 Hertz. Man spricht von der Reaktionsschwelle. So, das spare ich Ihnen jetzt, das ist das nochmal auseinandergewiesen. Ich habe jetzt hier ein kleines Experiment für Sie, um Ihnen das mal zu zeigen. Wenn man mal schon in das rein. Jetzt fangen wir mal auf, da sind Lautsprecher hier. Und da sehen Sie hier, das ist die Membran. Achten Sie mal auf die Membran und hier hinten sehen Sie die Frequenz. So, sehen Sie das? Jetzt sind wir hier im Infraschallbereich, ich habe das Ding angehalten, wenn ich das wieder laufen lasse. Die Membran bewegt sich. Genau diese Schwingung kommt bei den Lautsprechern und wir hören es nicht. Sie sehen, je höher jetzt die Frequenz wird, je niedriger die Frequenz wird, ist es weg.
Jetzt haben wir so 17 Hertz, 15. Da sehen Sie, das ist da, aber wir hören es nicht mehr. Aber die Schwingungen sind da. Das sind Luftdruckschwankungen, diese Schwingungen. Man kann die sogar sehen. Und zwar, das ist eine Aufnahme. Und das, was ich Ihnen jetzt erzähle, das zeigt, wie pervers die ganze Situation ist. Es gibt nämlich eine Studie vom Bundesumweltamt. Ja. Da überall, wo hier oben rechts das ist, das habe ich aus dieser Studie des Bundesumweltamtes. Und das ist bei Seenebel oben an der Küste. Und das, was Sie hier hinten sehen, das sind diese Randwirbel in der Fliegerei, die im Infraschallbereich liegen. Das ist genau das, was da den Leuten zu schaffen macht. Und wenn Sie jetzt natürlich sehen, je höher die Anlagen, umso länger dauert das hier hinten, bis dieser Infraschall am Boden ankommt. Da sind wir von dem Landesamt Umwelt Baden-Württemberg hergegangen und haben 200 Meter von der Anlage entfernt hier am Boden Messungen angestellt und haben gesagt, es gibt keinen Infraschall. Ja klar, da war der überhaupt noch nicht am Boden, da konnte man natürlich auch nichts messen. Und der Infraschall ist so und so, ich habe Ihnen vorhin erzählt, die Zulassung von diesen ganzen Anlagen, die richtet sich nach der technischen Anweisung Lärm von 1998. Und das alles, was Sie da haben, das wird in dB, Klammer A ausgedrückt, in dBA-Wert. Dieser dBA-Wert sagt aus, dass Sie als Mittelfrequenz 500 Hertz haben und dann wie so eine Mareckausschiff Tagungsglocke blind das links und rechts hat. Das heißt, bei dBA-Werten werden Frequenzen unter 10 Hertz überhaupt nicht mehr erfasst. Und da haben die noch nicht immer die Messmittel dafür. Das heißt, alles, was unter 10 Hertz liegt, fällt unter den Tisch. Das können die überhaupt nicht messen. So, das hier aus der Fliegerei. Das hier ist so ein Randwirbel. Und zwar die Ruderblätter in den Anlagen sind ja nichts anderes wie die Tragflächen im Prinzip, die rotieren oder wie beim Hubschrauber. Und Sie haben hier auf der Oberseite haben Sie einen niedrigeren Druck und hier haben Sie einen höheren Druck. Und hier an den Endwirbeln findet dieser Druckausgleich statt. Und genau das haben Sie also auch bei den Windkraftanlagen. Und dieser Druckausgleich hier, der produziert hier diese Wirbel. Die sind so heftig, wenn Sie hinter der 747, müssen Sie also einen Abstand von 1,5 bis 2 Minuten halten. Ansonsten, wenn Sie da drin donnern mit einem kleinen Flieger, war es das. Das ist von der FH Aachen. Die haben da für den deutschen Aeroclub, beziehungsweise für die Aeroplanung gemacht. Das ist so eine Cut-Animation und da sehen Sie diesen Wirbel. Bei großen Verkehrsflughäfen. Ist mir hergegangen, stimmheimische Leise und habe gesagt, im Anflugsektor müssen wir links und rechts aber 3 Kilometer Platz lassen. Warum? Ja. Und hier sehen Sie, THWR von 1998, da waren wir hier und jetzt sind wir mittlerweile hier angekommen bei der Größe. Ja. Und der Größenvergleich selbst, ja, das ist mein Flieger, die 747, neben den neuen Anlagen. Ja, damit Sie mal eine Vorstellung von der Dimension haben. Das ist auch so ein Jumbo und das sind die neuen Anlagen. Das ist Nadenhöhe oder Gesamthöhe? Nee, das ist vom Maßstab her richtig. Ja. Den Jumbo hat man jetzt hier hinten, war mit dem Seck gestellt, ne? Also wie so ein feines Seck durch den Himmel und hat den jetzt hier also in das Nächste gestellt. Gibt es so ein anderes Bild, das ist ein A380. Jetzt hat man halt die Windkraftanlage gekippt. Dann sehen Sie, wie ein A380 hier unter diesen neuen Anlagen wird. Das spitz hat gegeben. So, dann gibt es eine Studie von dem Robert-Koch-Institut für den Nichtmediziner. Ich weiß nicht, ob wir hier Mediziner dabei haben. Also, Mediziner wissen das in der Regel. Alle unsere Organe befinden sich permanent in ständiger Bewegung, haben eine eigene Schwingfrequenz. Diese Schwingfrequenz, die wird durch den Schalldruck beeinflusst. Außerdem wird unser Gleichgewichtsorgan hier, Vestibularorgan, haben wir hier im Ohr links und rechts jeweils eins sitzen, da haben wir die 3 Bogengänge und in den Bogengängen haben wir hier diese Endolymphe und dann die Härchen und wenn die Härchen sich biegen, dann kriegen wir gesagt, wir drehen uns. Und die werden durch diese Schallwellen nachgewiesenermaßen auch stimuliert. Dann kommt hinzu, unser Blutdruck wird unter anderem hier von den Barorezeptoren in der Halsschlagader geregelt. Und wenn diese Halsschlagader jetzt permanent da zack, zack, draufkriegen,
Dann fängt nach kurzer Zeit an und dann spielt der Blutdruck verrückt und ist nicht mehr regulierbar. Am 12. April 2017 hat der Markus Weichenberger mit Forschern von der Charité, der PDB Braunschweig und dem UKE Hamburg eine Studie veröffentlicht. Die hat es in sich. Infraschall-induzierte Veränderungen der Hirnaktivität sind nachgewiesen und sichtbar gemacht. Er hat Probanden genommen, hat eine EEG und ein NRT angeschlossen und hat die dann also mit Frequenzen von 5 bis 8 Hertz geschaltet. Dann sieht man genau die Hirnareale, also auf einmal anfangen und glühen, während andere ganz einfach abbauen. Wir Menschen haben eine Rechnung neben Hirnhälfte, banales Wissen, zwar seht ihr, in der linken Hirnhälfte sitzt die Logik, L, links Logik. Und rechts, da sitzen alle Emotionen so drin. Und rechts, da sitzen auch noch diese Systeme, Überlebenssysteme drin. Sie wissen, Tiere, die merken, wenn ein Erdbeben kommt, die nehmen diese Schallwellen schon vorher auf, die werden unruhig und hauen ab. Bei uns Menschen ist dieses System noch vorhanden, nur haben wir gelernt, dieses System noch zu nutzen. Aber es ist vorhanden. Und genau dieses System, das spricht auch bei ca. 20% der Menschen an und führt dann dazu, dass wir, das sind also diese Bilder aus dieser Studie, und die führen dann also dazu, dass sich Alarmreaktionen im Körper breit machen. Auch eine Anti-Reaktion des Gehirns in einem erweiterten Infraschall-Übergangsbereich, die Aktivierung von Hirnareale beinhaltet, von denen bekannt ist, dass sie eine entscheidende Rolle bei der emotionalen und autonomen Kontrolle spielen, kann eine mögliche Verbindung zwischen infraschall-induzierten Veränderungen der Hirnaktivität und der Entstehung verschiedener physiologischer sowie psychologischer Auswirkungen auf die Gesundheit festgestellt werden. Eine Studie. Also was ist so kann ich mit der Grenze? Die Frequenzen unterhalb von 5 Hertz sind die Schlaffrequenzen. Das Gehirn schläft also unterhalb von 5 Hertz. Oder 6 Hertz und oberhalb von 8 Hertz ist man wach. Die R-Frequenzen, 0,83, die Schumann-Frequenz liegt also genau zwischen wach und schlafen, was auch uns ist, weil der nicht woanders liegen würde. Und hier mit diesen Geräten, der Infraschall verteilt sich ja unendliche Entfernung, erzeugt man quasi eine komplette Matrix in einem Land von diesen Frequenzen. Das heißt, alle Menschen, die Schlafstörungen bekommen, das ist der größte, medizinische Feld. Der Bevölkerung, welche Ortsstadt gefunden wird. Und das Schlimme ist, das Umweltministerium ist das auch. Deswegen führen wir auch Klage, Untätigkeitsklagen gegen die Frau Merkel. Vielleicht haben wir im letzten Quartal Gerichtstermin, bin mal gespannt, wollen wir mal sehen. Das hier, wir haben von bei uns von der Regionalverband Messungen durchführen lassen. Wir haben in 10 Kilometer Entfernung, in 10 Kilometer Entfernung von Windpark oder Windindustrieanlage, haben wir in der Küche drin Schallpunktpegel, in der Küche Schallpunktpegel von über 70 dB gemessen. Über 70 dB. Und ich sage Ihnen, wie die Grenzwerte sind. Die Weltgesundheitsorganisation sagt nachts einen Grenzwert von 30 dB an. Ja. Und wenn Sie noch näher an die Anlage kommen, weil Sie haben kaum eine Dämpfung, dann wird das noch viel krasser. Und das hier, das ist aber noch eine Erfassung, die Art der Erkrankung, und zwar nach Ländern hier in Deutschland aufgegliedert. Sie sehen, es gibt es alles und das ist dem Ministerium auch bekannt. Das heißt also, das sind hier die Schlafstörungen nach den Ländern. Und bei diesen Erkrankungen, durch diese vipoakustische Erkrankungen bezeichnet man das, da ist es tatsächlich so, dass am Anfang immer Schlafstörungen stellen. Und Schlaf ist für uns Menschen unheimlich wichtig. Wenn wir also keine Tiefschlafphase haben, dann spielt der Körper nach kurzer Zeit komplett verrückt. Und da sehen Sie, dass das also ganz vorne steht, Schlafstörung, dann die Ohrprobleme mit Schwindel, dann das zentrale Nervensystem, Kopf, Herz-Kreislauf, Atemweg und psychische Störungen, weil die Leute nicht mehr schlafen können, die werden halt depressiv und drehen durch. Wir haben mittlerweile nachgewiesen, hier in Deutschland weit über 3000 Schallopfer von Windkraftanlagen. Und es wird totgeschwiegen. So, das fängt also an mit Schlaflosigkeit, Angst und Unruhe, Schwindel, Gleichgewichtsstörung, Übelkeit, Kopfschmerzen, Ohrgeräuschen, Herz-Kreislauf-Problemen,
Konzentration, sprich Depression. Wir vertreten als Regionalverband drei Kläger. Das eine ist der Konrad Saum aus dem Schwarzwald, der hat eine Aussiedlung, 600 Meter entfernt, fünf Dinger. Die ganze Familie schwer erkrankt, der Hof steht leer, die sind weggezogen, weil sie nicht mehr ausgehalten haben. Konrad Saum fing an mit Schlafstörungen, dann fingen die Kinder an, dann fing die Frau an, dann hat sie Menstruationsprobleme gekriegt, dann hat Konrad auf einmal massive Herz-Kreislauf-Probleme gekriegt. Zwischendrin hat er dann einen Schlaganfall gekriegt, ist jetzt halbseitig gelähmt, die sind weggezogen im Nachbarort und der Hof im Schwarzwald steht leer. Wenn der Wind richtig stand, dann sind die Pferde durch die geschlossene Stalltür durchgegangen. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich meine Bilder von Kälbchen und Schafen, die also vermisst wurden, waren die Fehlgeburt geboren wurden. Und die gleichen Phänomene haben wir bei der Familie Neu in der Pfalz, auch ein Aussiedlerhof, auch 600 Meter weg, die sind auch weggezogen, die ganze Familie krank. Der Hof lässt sich nicht mehr bewirtschaften, genau die gleichen Symptome, Fehlgeburten, Missgeburten und also das ganze Programm. Und dann hatten wir noch eine Familie, die Familie Sönkens aus Schleswig-Holstein, auch genau dasselbe Programm. Und das ist alles genau wissenschaftlich dokumentiert, durch Universitätsklinik und. Und die Regierung mauert. Ja. Jetzt ist es natürlich so, wir Menschen, wir sind ja Individuen. Und Fakt ist, dass einfach nach neuesten Schätzungen ist es dann so, nur 20-30% sind für diese Infraschall anfällig, reagieren darauf. Ein Großteil reagiert nicht. Jetzt gibt es ja immer das Argument, in der Natur haben wir jede Menge Infraschall, Meeresrauschen und. Der Riesenunterschied ist, dass das Meeresrauschen auf und abspielt, laut und leise ist und mal mehr und mal weniger ist, aber das durch die Windräder, das haben sie 24 Stunden am Tag rund um die Uhr. Deswegen ist das nicht vergleichbar damit. Das Meeresrauschen ist natürlich. Genau. Das andere ist Luftfeuerzeug. Genau. Hinzu kommt noch, was geleugnet wird, auch da hat Clara Neumann jetzt mit dem Umweltverband gemacht, nach den neuesten Zahlen, die jetzt letzte Woche kamen, haben wir letztes Jahr pro Windkraftanlage also vier Schlagopfer da. Rotmilan, Schwarzstrich, Waldschnepfe und andere Vögel. Und das heißt, diese Vögel, die haben dafür kein System, die können damit nicht umgehen. Wenn diese Rotoren sich drehen, die Blattspitzen haben 300 bis 400 Stundenkilometer, dafür sind die Vögel nicht gedacht. Das heißt, im Laufe der Evolution ist das einfach nicht vorgekommen. Das heißt, wir schreddern hier zu Tausenden Fledermäuse, Vögel und sonst was. Und auch da ist die Regierung bestens informiert und macht genau nichts, sondern so nach dem Motto. Das war bei Konrad Saum im Schwarzwald. Das ist ein Kälbchen, das ist bei der Familie Neu in der Pfalz auch missgebildet geworden, wie das Rückgrat so. Und in dieser Nachbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall, der vom Umweltbundesamt, sind genau die Dinge alle beschrieben. Windkraftanlagen gehören zu den Haupterzeugern von Infraschall. Da steht drinnen, Belästigung und Störung durch Infraschall und erweitert tieffrequenten Schall führt oftmals zu Lärmbeschwerden. Dabei werden Angstgefühle, Konzentrationsschwäche, alles bekannt. Alles bestanden. Ist dem Umweltministerium alles bekannt. Ja, können Sie das sehen. Müdigkeit, Benommenheit, Apathie, das ist alles im Ministerium bekannt. Das haben die selber in ihrer Studie veröffentlicht. Veränderung der Atemfrequenz und. Das Ding. Jetzt kam noch im März diesen Jahres eine Studie von der Universitätsklinik Mainz mit Professor Dr. Wahl. Da hat also nachgewiesen, wirklich fest, handfest nachgewiesen, wenn Sie Menschen mit Frequenzen zwischen 10 und Hertz, 10, 6 und 10 Hertz beschallen, und zwar mit geringem Druckpegel, also irgendwas mit 20 bis 25 dBA, also, dann wird die Herzmuskelleistung um 20% reduziert. Das ist eine wissenschaftliche Studie von der Universitätsklinik Mainz. So, und das alles ist auch hier
in der Studie drin, signifikante Verschlechterung des Hirnvermögens, signifikante Auswirkungen auf subjektive Wahrnehmung. Das wird da alles drin geschrieben. Und zum Schluss steht in der Studie vom Bundesumweltamt drin, besonders beunruhigend ist, dass viele dieser gravierenden gesundheitlichen Auswirkungen sich bei den Probanden auch nach längerer Zeit nach Ende der Exposition noch nicht normalisiert haben. Das steht original in der Studie des Bundesumweltamtes drin. Und trotzdem wird es weitergemacht. Dann kommen wir zu dem. Die TH Lärm bis 1.6.2017 hatten die also einen Grenzwert, je nach dem Gebiet, wo sie wohnen. Kleines Wohngebiet 35 BPA, normales Wohngebiet 40 und allgemeines Gebiet 45 dBA. Das Bayerische Landesamt für Umwelt, Wärme, Messen und Wärme geht aber davon aus, publiziert ist, dass es bei ab 25 bis 30 dBA zu Schlafstörungen kommt. Und die Weltgesundheitsorganisation hat als Richtwert für nachts 30 dBA festgesetzt. Die WHO. Eine Wissenschaftlerin, sie nennt sich Wissenschaftlerin, Wissenschaften, Sozialwissenschaften natürlich. Die Frau Hendricks, jetzt ist sie ja nicht mehr im Amt, wird am 1.6.2017 die TH Lärm geändert. Da wurden als neue Gebiete urbane Gebiete eingeführt. Und da geht man her und sagt, tagsüber 63 dBA und nachts 45 dBA. Umweltministerium, die diese Studie kennt. Die kennt diese Studie und hat trotzdem die Lärmgrenzwerte hochgesetzt. Genauso hat sich das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Also im Bundesnaturschutzgesetz, da gibt es Vögel wie den Rotmilan, den Schwarzstorch, den Wespenbussard, da besteht ein Tötungsverbot. Und da ist man hergegangen und hat im Bundesnaturschutz Gesetz drinnen stehen gehabt, besteht bei dem Bau von diesen Windindustrieanlagen ein Tötungsrisiko, dann darf keine Genehmigung erteilt werden. Die Frau Hendricks hat das geändert, es muss ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bestehen. Und jetzt haben wir eher gerade bei uns den Fall, der Herr Schierschnitz, Mitarbeiter in der Oberen Naturschutzbehörde, in seiner Schlussstellungnahme zu dem Windpark, den wir da seit 4 Jahren verhindern. Das ist nämlich ein Hotspot für Schwarzstorch und Rotmilan. Die schreibt da drinnen. Er will eine Wildtierkamera aufstellen. Und wenn man auf dieser Wildtierkamera einen Schwarzstorch oder einen Rotmilan sieht, dann müssen die Anlagen angehalten werden. Und damit wäre das kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko, sondern es wäre nur noch ein einfaches Tötungsrisiko und damit könnte man die Anlagen nehmen. Das ist kein Witz, was ich mir erzähle. Es ist ein Heuchelheim, Vorsitzender von den Grünen und kandidiert für den Hessischen Landtag. Und wenn man das sieht, welches Publizier, was sich da breit macht, na, sorry für den Ausdruck, aber keine Worte mehr. So, und diese technische Anweisung Lärm, die wurde also 1998 für Anlagen mit 30 Meter Höhe gemacht. Und auch diese Prognosenorm, die 96132, die geht von dBA-Werten aus, klammert also alles unter 10 Hertz komplett aus, deswegen führen wir Normenkontrollklage. Und in der TH Lärm gehen sie bis heute von der kugelförmigen Schallausbreitung aus. Die erinnern sich an das Bild mit dem Seeleben. Der Infraschall ist logisch, der geht mit Windrichtung weg. Und damit haben sie natürlich auch in die Windrichtung viel stärker, mit geringerer Dämpfung, wie vor dem Ding. Wenn die sich von der LUBW dann vor den Maststellen in den Louvre, dann messen die nichts, das ist doch klar. Dann gehen die her und sagen, es gibt das nicht. Wie vor die Grenze schon? Da sind hier Bilder, da sieht man anhand der Thermografik, wo sich diese Wirbel ablösen. Und das ist ein anderes Problem, das ist der Schlagschatz. Stellen Sie sich mal vor, das Original ist in Wohnzimmer aufgenommen. Da hat die Frau Hendricks dafür gesorgt, dass Sie das jeden Tag mindestens 6 Stunden ertragen müssen. Was glauben Sie, wenn Sie 6 Stunden hier im Wohnzimmer sitzen?
Da wissen Sie nicht mehr, ob es Rennland oder Waldland ist. Eine Viertelstunde hinter der Haus. Ganz genau. Dieser flickerwertige Hubschrauber, den wir nun kennen, das Heidi Dunkel, der macht gleich, ist das denn nicht mehr weg. Ja, und die Resonanz, die auch rot gespielt wird, sichtbarer Wirbellage, Windkraftanlage. Bei uns laufen die 7 Anlagen seit Ende Mai 2016, schlaflose Nächte und weiß nicht alle. Das Landratsamt hatte bei der orientierenden Messung starke Impulshärtigkeit festgestellt und hat laufen die Anlagen trotzdem weiter. Ne? Und da wir nun aber mittlerweile richtige gesundheitliche Probleme bekommen, das ist ein ganzer Ort, das ist ein ganzer Ort. Ne? Da ist das beschrieben. Die haben sich dann an uns gewendet, an den Regionalverband, weil dann wissen wir für eine Klage. Das heißt also, Sie sehen hier die Presse verschweigt dieses Thema, die Politik leugnet dieses Thema und hinter der Hand tut die Politik alles, um diese Windkraftlobby weiter zu fördern. Hier sehen Sie noch ein paar Seiten im Internet und so, wo Sie das alles auch nochmal nachlesen können. Das heißt, da komme ich zum Ende. Die Energiewende scheitert an den Gesetzen der Physik, vernichtet Volksvermögen in nie genanntem Umfang, macht den Strom für viele unbezahlbar, ist unsozial, zerstört Tier, Mensch und Natur, zerstört die Versorgungssicherheit und zerstört unseren Lebensstandard. Das sind alles Fakten. Deswegen führen wir Normkontrollklagen, Untätigkeitsklage gegen die Frau Merkel. Sie hat sich jetzt mit einer ganzen Armee von Anwälten bewaffnet. Und das Irre ist ja im Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und es gibt eine Fürsorgepflicht des Staates. Das heißt, der Staat dürfte das alles erst genehmigen, wenn die Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. Hier hat sogar ein eigenes Ministerium, das Umweltbundesamt, nachgewiesen, dass es gesundheitsschädlich ist und trotzdem mal das zu dem Thema Windkraft. Hier nochmal der Herr Al-Wazir mit dem Studium der Politikwissenschaften, die Frau Dorn, die kennen Sie ja, auch eine Wissenschaftlerin, Psychologie. Ne? Deswegen konnte sie sich auch nicht vorstellen, dass etwas, was sie nicht hört, sie nicht. Ich lese mit dem 2 Zitaten von Brecht. Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur dumm. Wer die Wahrheit kennt und sie als Lüge bezeichnet, ist ein Verbrecher. Und zum Schluss, die Bürger werden eines Tages nicht nur die Worte und Taten der Politiker zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Mehrheit. Damit schließlich, ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann selbstverständlich stehe ich Ihnen. Photovoltaic, biogas.
2015 hat das Gemeindeparlament beschlossen, dass da der Hügel vor der Stadt abholzen und mit Kraftanlage gestellt. Dann hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und hat einen Bürgerentscheid hervorgeführt. Das heißt also, die Bürger haben dann abgestimmt und 60% der Bürger haben gesagt, nein, wir möchten unseren Wald, wir wollen da oben keine Windkraftanlagen. Und der Bürgermeister hat trotzdem mit dem Projektierer den Vertrag unterschrieben. Deswegen waren wir vor Gericht in Gießen. Da kamen die Richterin raus und sagte, also sie hätten sich das durchgelesen, man könnte die ganze Sache abkürzen. Fakt wäre, dass die Bürgerinitiative mit ihren Bürgerbegehren hier 3 Jahre zu spät gekommen wäre. Der Beschluss, nämlich zu gucken, ob man da vielleicht was machen könnte vom Jahr 2012, der wäre ja 2012 gefasst worden. Und die Bürgerinitiative hätte 2012 schon dagegen opponieren müssen, aber nicht erst 2015, nachdem man gesagt hat, man macht da Windkraft. Und deswegen war das rechtens, dass der Bürgermeister unterschrieben hat. Ja. Ja, noch mal. Ja, das fällt mir nur schwer. Ich möchte nur schon mal vorweg sagen, ich muss jetzt auf die Tube drücken, weil wir haben eigentlich noch ein ganz strammes Programm. 2 Fragen waren, glaube ich, da. Ich muss mich bei Ihnen oder ich darf mich bei Ihnen erst einmal ganz recht herzlich bedanken. Sie haben eigentlich schon eine halbe Stunde früher fertig gewesen nach unseren Vorstellungen, aber ich habe einfach nicht gewagt, Sie zu unterbrechen. Sie haben das so spannend gemacht, Sie haben so viel Betroffenheit ausgelöst, Sie haben uns einen unheimlichen Schub wieder gegeben, damit wir auch jetzt angreifen, wieder im Kreistag. Ich habe mir gemerkt, von rechts kommen die Emotionen. Das ist natürlich bei mir runtergegangen wie Öl. Von rechts kommen die Emotionen. Und ich glaube, wir haben alle jetzt so viele Emotionen, dass uns das wieder stark macht für unsere Arbeit. Und wir greifen das jetzt einfach wieder an. 2 Fragen noch. Claudia? Ja, nur ganz kurz. Zum einen hätte ich gerne die Quellen nochmal gehabt, aber jetzt ist das Gerät erstmal ausgeschaltet. Also der Jan Nolde, der hat diese PowerPoint-Präsentation von mir. Der Jan Nolde hat auch alle Unterlagen, weil ich habe da für die AfD in Berlin den ganzen Kram vorbereitet, inklusive Antrag im Bundestag. Und Jan Nolde hat das alles. Ich habe Ihre Visitenkarte, ich vergesse Sie nicht. Gut, aber das ist der Antrag. Und die zweite Geschichte, die ich sagen wollte, also ich bin ja auch bei der Kreistagsfraktion, und das, was Sie sagten, das ist ja alles bekannt. Das müssen ja den Leuten in Berlin klar bekannt sein. Weil die haben ja viel besseren Zugang zu diesen ganzen Studien und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass es im Kreis, selbst im Kreistag, unter den Kollegen so bekannt ist, wie das Thema zu besetzen ist. Ich glaube das einfach nicht. Da sitzen wirklich Leute, die glauben, dass sie mit der Windkraft was Gutes machen. Deswegen glaube ich, dass solche Informationsveranstaltungen sehr, sehr wichtig sind, dass die aber natürlich in unserem Falle nicht so viele Leute erreichen können, weil man da überhaupt nicht. Also, ich unterstütze ja auch die AfD da in Eisenhower-Weilburg, habe da schon eine Informationsveranstaltung. Aber im Kreis ist das ganz wichtig, dass wir damit rausgehen, glaube ich, und das vielleicht auch anbieten, dass die Leute zu uns kommen und sagen, erklärt es uns doch. Ich glaube das nicht, dass die Leute das wissen können. Jetzt so. Die AfD wird leider nur wahrgenommen mit dem Thema Flüchtlinge. Leider. Also auf gewisser Ebene. Dass hier dieses Thema Energiewende ist so hochinteressant. Das ist so hochinteressant. Weil man das endlich mal nach vorne spielen würde. Deswegen habe ich dem Jan Nolde das auch alles gegeben und Unterlagen vorbereitet. Diese Sache mit der Energiewende ist eine Schweinerei ohne Ende. Und das müsste man auch mal nach vorne, das hätte auch dann für die AfD zur Folge, dass sie nicht immer nur, was ja völlig recht ist, ich bin da voll auf ihrer Seite, mit dem Thema Flüchtlinge wahrgenommen wird. Das ist dringend notwendig. Und hier Energiewende, was da abläuft, spottet ihr der Beschreibung. Sie haben noch Fragen. Zu dieser EEG-Umlage nochmal Frage, ist das eigentlich ein Gesetz, eine Verordnung oder hat man dann als Bürger die Möglichkeit, dagegen dort anzugehen? Nein, aber leider hat das Gesetz, und zwar wurde dieses Gesetz mitgeschrieben von der Frau Peters von den Grünen, die sitzt jetzt im Aufsichtsrat von Grünen damit drin, die sind ja alle gut versorgt da, die haben ja alle in der Windkraftindustrie irgendwie links drin, aber die Frage ist beantwortet, nein. Weil damals, wo das eingeführt wurde, dass viele dann in der Strom, wurde mir darauf hingewiesen, habe ich dann beim Energieversorger angerufen und habe gefragt, warum wir das
einrichten. Ja, die erneuerbaren Energien nicht nutzen, die müssen zahlen, die anderen nicht nutzen, müssen nicht zahlen. Das stimmt. Das stimmt gar nicht. Wir bezahlen es alle. Ja. So, ich habe gesehen, vielen hat der Mund aufgestanden. Ich habe ganz vergessen, wir haben hier kostenlos Getränke für Sie. Greifen Sie sich jetzt ein Wasser, weil als nächstes ist der Herkula Dippel in der Bütt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ja jetzt einen riesigen Katalog, einen irrsinnig dicken Katalog vorgestellt bekommen, was an der Energiewende nicht funktionieren kann aus physikalischen Gründen, was für gesundheitliche Gefahren bestehen, was die Windkraft bedeutet, eben noch ein bisschen mehr und dann die ganzen Unterlagen zur Klimakatastrophe. Das ist ein irrsinnig breites Angebot, aus dem man sich, wenn man das, so wie der Herr Göbel das vorgestellt hat, die entscheidenden Sachen raussuchen kann, um dann auf der untersten Ebene in der Kommunalpolitik, in den Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen oder wie bei uns im Kreistag tätig werden kann, um die Auswirkungen für den Bürger eben doch deutlich zu reduzieren. Und auf diesem Gleis ist die AfD-Fraktion seit anderthalb Jahren unterwegs. Wir haben schon den einen oder anderen Antrag gestellt. Wir haben letztes Jahr einen Antrag namentlich abstimmen lassen, einer anderen Fraktion, worum es dann ging, darum, dass der Kreistag Geld investieren sollte, Geld anderer Leute in einen Windpark als Zuschussgeschäft. Und das haben wir jetzt damals gemacht. Und für die kommende Kreistagssitzung haben wir zwei Anträge eingebracht, die sich zum einen mit dem Thema Beschäftigung keine weitere Beteiligung mehr an Windparks und das andere, dass wir das 2%-Ziel der Landesregierung ausgesetzt haben wollen. Um Sie zeitlich jetzt nicht mehr allzu sehr zu bedrängeln, weil ja noch weitere vier Anträge vorgestellt werden sollen, habe ich mein Programm so ein kleines bisschen reduziert und werde Ihnen zunächst mal nur den Antrag vorstellen und unsere Begründung, die wir schriftlich eingereicht haben. Und dann ergeben sich unter Umständen noch die eine oder andere Frage, die Herr Gieler dann ein bisschen moderieren kann, aber eben auch auf kleinstmöglicher Flamme. Gut, also wir haben für den kommenden Montag eingereicht den Antrag, keine weitere Beteiligung mehr an Windparks. Das lautet dann, der Kreistag wolle beschließen. Der Kreistag, weil der Frankenberg beschließt, sich vorerst nicht mehr an Windparks finanziell oder in anderer Form, direkt oder indirekt zu beteiligen. Gleichzeitig wird Herr Landrat Dr. Kubert als Vorsitzender des Aufsichtsrates der EWF Energie Waldeck-Frankenberg GmbH gebeten, sich in dem Aufsichtsrat dafür einzusetzen, dass auch die EWF, die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, den weiteren Ausbau der Windenergie in Waldeck-Frankenberg aussetzt. So lautet unser Antrag. Und wir begründen das damit, Waldeck-Frankenberg ist im Regierungsbezirk Kassel deutlich überproportional von der Ausweisung von Einzelflächen für die Windkraftnutzung betroffen. Sie erinnern sich vielleicht noch in diesem Regionalplan, Teilregionalplan Energie Nordhessen, ist eben hier unser Nordkreis ganz besonders überproportional. Das sind diese bunten Flächen gewesen, wo Windkraftanlagen eingerichtet sind oder eingerichtet werden dürfen. In der Bevölkerung und den Kommunen regt sich immer mehr Widerstand gegen den Bau von Windenergieanlagen, der sich in der Gründung von Bürgerinitiativen und auch in Klagen von Kommunen äußert. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass über den Kopf der Bürger und vor allen Dingen Kommunen hinweg die weitere Verfolgung dieses Zieles betrieben wird. Der Kreistag Waldeck-Frankenberg erkennt die Sorgen der Bürger an und will mit diesem Beschluss ein Zeichen setzen, vorerst nicht mehr mit öffentlichen Mitteln den weiteren Ausbau der Windkraft in Waldeck-Frankenberg zu unterstützen. So lautet also zum einen unser Antrag und auch die Begründung dafür, in der Hoffnung, dass sich der eine oder andere aus unseren konkurrierenden Parteien dazu entschließen könnte, da vielleicht sogar auch noch zuzustimmen, weil im vorderen Bereich, zwei, drei Anträge vorher, hat die
AfD, nicht die AfD, die FDP, einen Antrag, einen Resolutionsantrag an das Land Hessen gestellt zur Reduktion zum Impfschaden. Den stelle ich hier jetzt nicht mehr vor, das müssen die Kollegen dann selber machen. Und da werden wir sehr genau beachten, wie die sich bei uns verhalten, um dann auch unser Abstimmungsverhalten entsprechend da anzupassen. Ich denke, ich mache gleich den nächsten Antrag hinterher, es sei denn, es sind irgendwelche ganz gravierenden Fragen oder Verständnisfragen. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich hatte ja schon angekündigt, das ist eine Resolution an das Land Hessen zur Aussetzung des 2%-Zieles. Resolution heißt also, wir als Kreistag wollen eben, wir können nicht direkt daraus beschließen, weil das auf der Gesetzgebungsebene etwas gewesen ist, sondern können an das Land Hessen oder wollen damit an das Land Hessen appellieren, dieses 2%-Ziel auszusetzen für eine gewisse Zeit und speziell eben hier bei uns im Landkreis. 2%-Ziel, vielleicht noch zur Erklärung für den, der es nicht weiß, 2013 im Juni, also so ungefähr vor 5 Jahren, hat die Landesregierung beschlossen, und das hat dann auch Gesetzescharakter gekriegt, dass 2% der Landesfläche als Vorrangflächen für die Windkraftnutzung bereitgestellt werden müssen. Und im Nachgang an diesen Beschluss ist eben dieser Teilregionalplan Energie erneuert worden, ist dann zweimal im Umlauf gewesen, also in der Bürgerbeteiligung, in Anführungszeichen muss man sagen, gewesen und ist letztes Jahr im Juni oder Juli, also ich glaube kurz vor der Sommerpause, dann auch genehmigt worden. Der Kreistag wolle beschließen. Der Kreistag fordert das Land Hessen auf, die Umsetzung des 2%-Zieles, wonach auf 2% der Landesfläche für Bau und Betrieb von Windrädern freizugeben sind, umgehend auszusetzen. Wir begründen das damit, weil der Frankenberg ist im Regierungsbezirk Kassel deutlich überproportional von der Ausweisung von Einzelflächen für Windkraftnutzung betroffen. In der Bevölkerung und den Kommunen regt sich immer mehr Widerstand gegen den Bau von Windenergieanlagen, der sich in der Gründung von Bürgerinitiativen und auch in Klagen von Kommunen äußert. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass über den Kopf der Bürger und Kommunen hinweg die weitere Verfolgung dieses Zieles betrieben wird. Wir haben ja eben in dem Vortrag vom Herrn Göbel gehört, dass man im Grunde genommen nicht Unsinn mit Unsinn heilen kann. Also wenn ich statt 1000 Windrädern, die im Moment etwa 1000 Windrädern, die in Hessen stehen, dann sagen wir mal in 3 Jahren 3000 hinstellen würde, würde das nichts, sagen wir mal, an der Stromproduktion oder an dem, was wir brauchen, ändern. Es würde den Strom nur unnötig verteuern und die Umwelt schädigen, indem Wald weggemacht werden muss, indem Vögel umgebracht werden, indem geschützte Fledermäuse umgebracht werden und was meines Erachtens noch das Allerwichtigste ist, die Gesundheit vieler, vieler Hunderte oder gar Tausender Menschen stark darunter leidet. Und aus diesem Grund haben wir eben diese beiden Anträge, eine mehr die Beteiligung an solchen Dingen mit anderer Leute Geld gewissermaßen seitens des Kreistags. Und das hier, dass das Land Hessen das aussetzen soll, dass es zumindest nicht weitergeht, haben wir diese Anträge gestellt. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis für die, die die Zeitung abonniert haben. Am Montag war ja ein großer Artikel auf der ersten und zweiten Seite, dass also die Energieversorger, in Klammern will ich mal sagen, diejenigen, die davon profitieren, dass sie auf den freien Flächen Windkraftanlagen bauen können, gefordert haben, noch mehr, dass also dieses 2%-Ziel nicht ausreichend ist, sondern dass wir 3, 4 oder 5 bräuchten. Und am nächsten Tag stand dann von einem Zusammenschluss der hiesigen Bürgerinitiativen oder einiger hiesiger Bürgerinitiativen, Windveto nennen die sich, die Entgegnung dazu und die sagen, also sagen wir mal, eher in unserem Tenor oder in dem, was wir hier gehört haben, das ist völliger Unsinn, das brauchen wir nicht. Was bei Herrn Göbel noch so ein ganz kleines bisschen, sagen wir mal, vielleicht nur sehr sparsam angedeutet wurde, wenn man die Windkraft
Ausbau müsste im Grunde genommen oder noch stärker ausbaut als bisher, müssten die Betreiber verpflichtet werden, gerade dazu in gleicher Menge auch Speichermengen zur Verfügung zu stellen, dass eben diese Dunkelflaute, die er deutlich angesagt hat, eben überbrückt werden kann, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Ja, ich hätte noch einiges mehr zu sagen, aber ich denke, das sollte erstmal reichen, damit man nicht zu spät in den Abend kommt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Gunnar Dippel. Jetzt bummel ich hier rum. Na. Ja, wir machen viel Wind. Jetzt darf ich Ihnen aber was vorstellen, und zwar, wir machen nicht nur Wind, wir setzen uns auch für den stillen Alarm ein. Hintergrund der Geschichte ist eine Situation gewesen. Ich hatte also bei der letzten Kreistagssitzung eigentlich eine Frage vorbereitet, die ist aber hinten runtergefallen bzw. konnte nicht behandelt werden, weil wir also sehr viele Fragen hatten. Und zwar kommt die Frage aber am Montag bei der nächsten Kreistagssitzung. Da frage ich nämlich den Kreisausschuss, ich zitiere aus der HNA vom 28.02.2018, Marburg-Frankenberg, ein 26-jähriger Iraker steht seit gestern vor dem Marburger Landgericht. Dem Mann wird vorgeworfen, im April 2017 bei einem Besuch des Kreisfachdienstes Soziale Angelegenheiten in Frankenberg mit einem Messer auf eine Mitarbeiterin losgegangen zu sein. Eine Internetrecherche ergab im Zeitraum vom 1.4. bis 1.8.2017 keine Ergebnisse. Warum wurde dieser Vorfall nicht öffentlich gemacht? Nachfrage: Wie viele Angriffe gegen Mitarbeiter des Landkreises hat es in den letzten 5 Jahren gegeben? Werden Sie künftig unaufgefordert dem Kreistag relevante Vorfälle, Angriffe gegen Kreismitarbeiter dem Kreistag mitteilen? Man wollte dann die Frage schriftlich beantworten. Wir haben aber darauf bestanden, dass die also jetzt bei der nächsten Kreistagssitzung behandelt wird, weil wir wollten ja auch eine Öffentlichkeit herstellen. Das soll ja nicht so untergehen. Und deswegen haben wir also die Frau Vorsitzende Ruwede mit dieser Geschichte wieder konfrontiert mit dem Antrag. Der Kreisausschuss wird vor dem Hintergrund des täglichen Angriffes auf eine Mitarbeiterin in der Außenstelle Frankenberg gebeten, dem Kreistag ein Umsetzungskonzept für die Einrichtung eines stillen Alarms in den Büroräumen, in denen Publikumsverkehr herrscht, zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. In diesem Konzept soll insbesondere auf die entstehenden Kosten, die Frequentierung und das Besucherklientel abgestellt werden, um zu entscheiden, ob die Einführung in allen oder nur in bestimmten Räumen erfolgen soll. Begründung: Aufgrund der Fürsorgepflicht des Kreises als Arbeitgeber hat dieser dafür Sorge zu tragen, dass die Bediensteten ausreichenden Schutz vor täglichen bzw. verbalen Angriffen haben. Da sind wir mal wieder gespannt, ob man diesen Antrag wieder ablehnt, weil alle unsere Anträge, oder ist mal irgendeiner durchgekommen? Keiner, ne? Die Hebammenresolution von Claudia, die kommt jetzt durch. Ja, aber unsere Präsenz, die ist also unbezahlbar. Und das ist auch unser Antrieb, wenn wir da sitzen oder stehen und merken an den Reaktionen, wie unangenehm wir doch eigentlich diesen Leuten sind, weil sie in ihrer Einfalt und in ihrer Eintracht und Einfältigkeit stören. Und das werden wir auch weiterhin machen. Das ist unsere Triebfeder, weil ja, ansonsten würden wir uns sehr viel Frust einfangen. Und das machen wir nicht. Ja, das war also der stille Alarm. Und dann würde ich die Claudia bitten mit ihrem Landeswohlfahrtsverband.
Ja, gut, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob die meisten mich kennen. Mein Name ist Claudia Babs-Titel, ich bin Mitglied der Kreistagsfraktion und unter anderem Abgeordnete im Landeswohlfahrtsverband Hessen, das ist das Sozialparlament von Hessen. Der Landeswohlfahrtsverband befasst sich mit Menschen mit Behinderungen und versorgt diese. Diese Menschen sind hier in Hessen verteilt, deswegen ist das auch ein Kreisthema. Das ist nicht nur ein finanzielles Thema, aber es geht im Moment darum, dass es Auflagen gegeben hat, dass das Bundesteilhabegesetz umgesetzt werden soll bis 2020 ist es, ne? So. Und diese Umsetzung in den Stil ist sehr kompliziert und bedingt auch, dass zum Beispiel die Landkreise und der Landeswohlfahrtsverband zusammenarbeiten. Und da ich diese beiden Felder ja abdecke, habe ich dann gesagt, ich möchte einfach mal, dass zum Beispiel mit, also zum einen habe ich eine Frage gestellt in der Fragerunde dazu, wie denn, wie zufrieden denn der Landkreis ist mit dem, der Zusammenarbeit mit dem Landeswohlfahrtsverband. Das wollte ich einfach mal aus der Sicht sehen. Ich kriege ja sonst im LWV nur die andere Sicht zu sehen. Denn wir sind Modellregion schon in der Umsetzung und da werden bestimmte Dinge angeregt und ich wollte mal wissen, wie der Landstand ist. Und die zweite Geschichte, ich will es mal eben aufmachen. Ich habe einfach einen Antrag gestellt, dass zum Beispiel Mitarbeiter des LWV einfach mal zu einem Informationsaustausch nicht nur in die Verwaltungsebene kommen in den Landkreis, sondern in die politische Ebene, weil ich finde, dass die politischen Entscheidungsträger durchaus wissen müssen, was da passiert und wo vielleicht auch Verbesserungsmöglichkeiten sind, denn die unterschiedlichen Ebenen sollten ja schon eng verzahnt sein. Und das versuche ich damit zu erreichen. Das wäre der eine Teil, den ich einreiche dieses Mal und dann habe ich mich noch eingebracht bei der Hebammenresolution. Das ist ein Thema, das haben die Freien Wähler zum zweiten Mal schon eingebracht hier im Landkreis. Da gab es eine Resolution, die erstmal noch zur Bearbeitung in die Ausschüsse gegangen ist. Und man macht zum Beispiel zu einem Antrag oder einer Resolution dann Ergänzungsanträge. Und ich habe gemerkt, das Thema Hebammen ist nicht erschöpfend abgedeckt mit diesem Antrag, weil Hebammen ja auch im Grunde an Geburtsstationen angekoppelt sind in den meisten Fällen. Ich finde es zwar sehr gut, wenn es Freigeberin gibt, aber viele sind ja eben an die Geburtsstationen gebunden. Und deswegen war es mir wichtig, noch zu sagen, die ärztlichen Geburtshelfer, die haben nämlich auch Probleme in dem Bereich, dass die Berufshaftpflicht so teuer geworden ist. Das betrifft nicht nur Hebammen, sondern auch ärztliche Geburtshelfer. Und da habe ich dann einen Ergänzungsantrag gemacht. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Nur, dass Sie sehen, dass dieses Thema aus dem sozialen Bereich auch ganz gut abgedeckt ist von der Fraktion. Das ist dann so der Bereich, den ich mache. Und dann stelle ich auch Fragen zum Gesundheitsbereich. Zum Beispiel habe ich noch, glaube ich, das beim letzten Mal übrig geblieben, die Frage nach Psychotherapeuten, die da hier so die Abdeckung im Landkreis ist. Und um da ein Gesamtbild zu sehen, wie wird hier damit umgegangen und wie ist die Bevölkerung sozusagen abgedeckt im gesundheitlichen Bereich. Das wäre das, was ich dazu zu sagen habe. Ich wollte jetzt so nach vorne gehen. Also jetzt kommt das Kreisausschuss wie Thorsten Hunziger nach vorne. Ja. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz herzlich hier heute Abend begrüßen in Frankenberg in der Berglandhalle. Ich freue mich, dass Sie doch so zahlreich erschienen sind, trotzdem, dass heute die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt. Stefan hat es gerade schon gesagt, ich vertrete unsere Partei im Kreisausschuss. Das heißt, ich darf für Sie in der Kreisregierung tätig sein. Und an dieser Stelle möchte ich kurz etwas relativieren, was der Herr Böbel vorhin angesprochen hat. Wir haben nicht nur das Thema Asyl und wir haben auch nicht nur das Thema Flüchtlinge. Das haben Sie gerade schon in einem kurzen Ritt erfahren. Wir haben sozialpolitische Kompetenz, wir haben energiepolitische Kompetenz, aber wir haben eben auch haushaltspolitische Kompetenz und einer unserer nächsten Anträge, der auch fast durchgegangen wäre, warum nur fast, das erzähle ich Ihnen gleich, den stelle ich Ihnen jetzt vor. Hintergrund ist leider Gottes auch die Asylkrise, der Zustrom der hier bei uns schutzsuchenden Menschen. Und das kann man einfach nur als beschreibenden Fakt hinnehmen. Damit sind natürlich auch Kosten verbunden.
Ganz einfach, ohne Wertung. Diese Menschen müssen irgendwo wohnen, untergebracht werden, das ruft Kosten hervor. Die Ausgangslage ist, dass der Kreis aufgrund der gesetzlichen Vorgaben diesen Menschen verpflichtet ist, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Bei uns in Waldeck-Frankenberg ist das so geregelt, dass sich der Landkreis Dritten bedient. Das können jetzt private Personen sein, das können aber auch Städte sein, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Der Kreis mietet diesen Wohnraum an und erstattet den Dritten die Kosten in 100%iger Höhe. Dort werden jetzt die Schutzsuchenden untergebracht und wenn sie dann tatsächlich Flüchtlinge sind, dann nimmt der Kreis diese Menschen natürlich auch für die Unterbringungskosten in Anspruch. Der Kreis stellt diesen Menschen einen Gebührenbescheid aus. Die Flüchtlinge gehen damit zum Sozialamt, zum Jobcenter, reichen das ein und das Jobcenter erstattet ein gewisses Maß an Kosten an den Kreis zurück. Das liegt je nach Belegungsgröße, je nach Platzkapazität, liegt der Deckungsgrad zwischen 15% und 60%. Das heißt, auf 40% bis 85% der Kosten bleibt der Kreis, bleibt der Steuerzahler sitzen. Jetzt darf ich Sie an das Zitat erinnern, wir schaffen das. Ja? Klar, das schafft man, indem man das über Kredite gegenfinanziert. Vielleicht haben Sie es noch im Hinterkopf, im Sommer 2016, der große Streit zwischen Land und Bund über die Kosten der Flüchtlingsversorgung. Da wurde dann ein Kompromiss geschlossen, sodass auch wenigstens die Kosten der Unterbringung zu 100% den Trägern, den Kreisen erstattet werden. Dafür müssen aber gewisse Rahmenbedingungen erfüllt werden und diese Rahmenbedingungen wurden letztendlich erst 2017 durch eine Anpassung des Landesaufnahmegesetzes des Landes Hessen geschaffen. Hiernach ist es jetzt zulässig, dass der Kreis sich 100% der Unterbringungskosten vom Sozialamt erstatten lässt. Kreis als Vertreter des Landes, Sozialamt als Vertreter des Bundes. Der Kompromiss aus dem Sommer 2016, der Bund zahlt 100% an den Kreis. Ja, über diese Schiene geht das. Allerdings nur unter der Voraussetzung, und da komme ich jetzt zu unserem Antrag, wenn der Kreis eine entsprechende Unterbringungssatzung erlässt. Und diesen Antrag haben wir gestellt. Wir fordern den Kreisausschuss auf, eine entsprechende Unterbringungssatzung nach § 4 Absatz 3 des Landesaufnahmegesetzes zu erlassen. Das heißt, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, sich 100% der Unterbringungskosten vom Bund über den Gebührenbescheid an das Sozialamt erstatten zu bekommen. Den Antrag haben wir am 25. Mai eingereicht. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Andere Kreise waren deutlich schneller. Limburg-Weilburg hat das am 26. Januar durchgehabt, Schwalm-Eder am 9. März, Hochtaunuskreis am 19. März, Marburg-Biedenkopf am 28. März, Darmstadt-Dieburg am 23. April. Nur bei uns hatte sich noch nichts getan und deswegen hat unsere Kreistagsfraktion diesen Vorstoß unternommen. Am 25. Mai haben wir fristgerecht den Antrag eingereicht und was passiert? 2 Tage später erhalten wir eine Vorlage des Kreisausschusses über den Erlass einer Satzung. Das heißt, hier an dieser Stelle hätten wir endlich mal einen Wirkungstreffer gelandet als AfD-Fraktion und dann dreht sich jetzt plötzlich die Kreisregierung doch und legt einen eigenen Antrag vor, einen eigenen Beschlussvorschlag. Damit erledigt sich natürlich unser Antrag, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz nutzen wir diese Gelegenheit hier, Ihnen zu zeigen, wir finden in der Presse wenig statt, das werden Sie wahrscheinlich mitbekommen haben. Anfang März 2016, als wir frisch im Kreistag waren und noch das ein oder andere Fettnäpfchen erfolgreich gesucht und gefunden haben, das haben Sie in der Presse gelesen. Danach wurde es still. Je besser wir wurden, je zielgerichteter und kompetenter wir arbeiten, desto weniger finden Sie von uns in der Presse und deswegen präsentieren wir uns Ihnen hier in diesem Format. Und wie gesagt, an dieser Stelle hätten wir die Chance gehabt, einen Antrag durchzubringen, weil das einfach Umsetzung des Rechtes ist, das man uns nicht ablehnen kann. Aber durch die schnelle Vorlage des Kreisausschusses, 2 Tage später nach unserem Antrag, werden wir hier keinen Stich bekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben die Kompetenz. Ja? Wir haben die Kompetenz auf allen Ebenen, das möchte ich Ihnen an dieser Stelle mitgeben. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Rechtssystematik, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, da haben wir eine Frage. Bitte sehr. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, jetzt wird ja die Satzung dann irgendwann erlassen. Genau. Und werden die Kosten rückwirkend gelten?
Ja, genau. Richtig, Stefan, vielen Dank. Du hast dich auch mit der Vorlage befasst als Fraktionsvorsitzender vorbildlich. Ja, das ist richtig. Hier wird unter anderem auch der Grundsatz keine Rückwirkung bei Gesetzen durchbrochen. Ja, normalerweise darf ein Gesetz immer nur in die Zukunft wirken, aber hier darf das Gesetz rückwirkend zum 01.01.2017 gelten, aber auch nur dann, wenn die Anwendung des Rechtes auf den Flüchtling zu keinen Rückförderungsansprüchen führen würde. Die Forderungen, die jetzt gestellt werden, die werden also dann an andere Träger gestellt, Arbeitsamt zum Beispiel. Richtig, genau. Genau. Ja, das ist halt diese Dreiecksbeziehung. Der Bund kommt endlich mal für die Kosten auf, aber zwischengeschaltet sind die Ebene Kreis als Vertreter des Landes und Sozialamt als Vertreter des Bundes. Und von dort kommt das Geld zurück in den Kreishaushalt. Vielleicht nur kurz eine Zahl noch, damit Sie sich vorstellen können, um was es geht. Als Erstattung für das Jahr 2017 rückwirkend plant der Kreis mit Einnahmen von 6 Millionen Euro. Nur mal so als Ausdruck. Gut. Vielen Dank. Mit Zutritt, Schlitz, Anzug an und so weiter. Thorsten, du hast brilliert. Das ist natürlich auch unser Vorzeigepolitiker, ne? Also der kann das. Ja, nächstes Thema, da geht es darum, Altersfeststellung bei unbegleiteten Minderjährigen, das ist ein Thema, das wissen Sie ja. Da gibt es ja die ein oder anderen Beispiele aus der Presse. Da haben wir uns also auch einen Antrag einfallen lassen. Alles klar, was gut da haben wir einen Antrag eingereicht, sehr geehrte Frau Rowehl. Wir möchten Sie bitten, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Tagesordnung zu setzen. Der Kreistag wolle beschließen, der Landkreis Waldeck-Frankenberg als zuständiger Träger der Jugendhilfe, in dessen Aufgabenbereich unbegleitete minderjährige Ausländer fallen, sieht Asylbewerber, Flüchtlinge und subsidiäre Schutzberechtigte im Landkreis ab dem 01.08.2018 grundsätzlich als volljährig an, sofern sie nicht Gegenteiliges nachweisen können, beziehungsweise sie sich weigern, die Volljährigkeit mittels des Röntgens der Handwurzel feststellen zu lassen. Der Kreisausschuss wird gebeten, das Jugendamt entsprechend anzuweisen, geeignete Maßnahmen zur Altersüberprüfung einzuleiten, sofern noch nicht geschehen. Begründung: Eine breite Mehrheit der Deutschen wünscht sich obligatorische Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge. Altersfeststellungen im Saarland ergaben, dass bei etwa 50% der untersuchten Flüchtlinge entgegen ihren Angaben volljährig waren. Für die Versorgung eines minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen müssen monatlich etwa 5.000 Euro aufgewendet werden. Nehmen wir für Waldeck-Frankenberg eine ähnliche Sachlage an wie für das Saarland, dann ließe sich durch eine Altersfeststellung die unberechtigte Auszahlung erheblicher Steuergeldbeträge verhindern. Ja, dem denke ich, ist gar nichts hinzuzufügen. Ja? Ja, eine Frage oder eine Ergänzung habe ich noch dazu bei der Beantwortung. Diskussion dieses Tagesordnungspunktes wird auch eine Frage beantwortet werden, die ich zum letzten Mal eingereicht hatte, die aber dann aus Zeitgründen nicht mehr gestellt werden oder beantwortet werden konnte. Da ging es um eine Verwaltungsanweisung für die minderjährigen Flüchtlinge. Das passt ganz gut in das Thema rein, also die Beantwortung wird da stattfinden, nicht in der reinen Fragestunde. Betretenes Schweigen. Na, ich denke, es ist auch jetzt ganz schön viel für Sie gewesen. Also was ich noch sagen wollte, ja. Es kommen ja dann immer die Argumente, ja, das ist die AfD und die kommt jetzt wieder mit sowas an und so weiter. Man kann vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel, wenn Leute sich gesundheitsversichern lassen, sich auch Untersuchungen durchgefallen lassen müssen, an Flughäfen durch die Röntgengeräte durchgehen müssen und so, dass es für uns alles müssen wir auch alles machen und dann ist es, sagen wir mal, nicht zu viel verlangt, wenn dann gerade in so einem Fall, wo es auch um viel Geld geht, dann eben so eine Untersuchung durchgeführt wird. Im Übrigen
relativ unschädlich. Also bei jedem Flug ist die Belastung größer. Susanne? Also nicht für schon, aber wenn du die Frage so stellst, wie du sie vorgelesen hast, könnte das nicht ein Problem werden, dass die anderen jetzt sagen, ja, wenn ein Zehnjähriger kommt, der sich nicht die Handwurzel messen lassen will, den willst du jetzt behaupten, dass der 18 ist? Die müssen man das sich vielleicht ein bisschen mehr spezifizieren. Wenn da so ein Knopf ankommt, der sagt, nee, ich will das nicht, dann sagst du, okay, dann ist er jetzt 18, das geht natürlich auch nicht, oder? Nein, das ist jetzt nicht passieren. Ich meine, ich ist nicht meine Frage, das ist jetzt auch eine Frage, wo ich jetzt denke, das könnten die Grünen oder die Linken stellen. Oder? Das wird auch kommen, klar. Ja. Ja, das werden die abstrusesten Behauptungen aufgestellt. Aber feststeht, dass ein erheblicher Missbrauch, und zwar vermutet 50%, warum sollten wir eine Insel sein in Waldeck-Frankenberg? Und wenn es nur 30% sind. Aber wenn du dir überlegst, die Kosten für einen unbegleiteten Minderjährigen liegen bei 5.000 Euro. Das sind ja die ganzen Betreuer, die ganze Asylmafia, die damit verdient. Ich bin da ganz bei. Ja, ja. Ich will nur ausschließen, dass die anderen doofe Einwände bringen können. Ja, das kommt doch sowieso. Das ist doch, die Anträge werden doch so.